Hallo Lex, hallo Fallgott, hallo Sweebo. Wie ist es? Hallo J-Gamer, hallo das Schwert des Dämonenkönigs, hallo JP, hallo, hallo, wie ist das Befinden? Er ist wieder da. Es war Wochenende. Gut, ist es bei dir. Meine Nebenhöhlen sind fast wieder so abgefuckt, wie sie immer sind. Und nicht extrem abgefuckt. Deswegen, es geht gut. Du wolltest dir gerade einen Podcast anhören? Ernsthaft? Ey, der Podcast läuft nicht weg. Der läuft nicht weg. Aber es ist wichtiger, der Podcast. Hör ihn an. Hallo Maurice. Hallo Little Sheep. Hallo JJ. Ich wollte gerade zocken, aber dann kann ich aber das kann ich nebenbei. Was zockst du, Swebo? Genshin. J-Gamer Glurak. Was da passiert? Maurice. Wie heißt das eigentlich? Freunk. Nein. Floink. Ferkuli. Fragrunz. Man darf nicht aufgeben. Erst wenn man aufgibt, hat man seine Seele verkauft. JJ Lepumentas. Ich finde das Intro schon mega. Vom Podcast. Ich habe ihn selber nicht angehört, weil ich war ja dabei. Außerdem ist es ja gerade erst, also ich hätte auch gar nicht anhören können. Was ist denn am Anfang, hä? Sage ich nicht einfach nur Hallo? Hallo Versi, hallo, hallo, hallo. Einfach Miauzis Actor. Ja, das ist ja, jede Podcast-Folge ist so krass. Welchen Podcast geht es? Miauz, genau. Da bin ich in der neuesten Folge dabei. Und ich konnte sogar ein eigenes News-Thema beitragen. Was ich ultra... Wir haben schon drüber geredet, über das CT-Scannen von Pokémon-Karten. Was inzwischen seit einer Woche später jetzt, seitdem das ein bisschen publiker wurde. Eine Woche später gibt es jetzt schon Services von Unternehmen, die das anbieten. Für nur $70 könnt ihr euer Booster-Pack dahin schicken und die CT scannen es und sagen euch, was drin ist. Ein Schnäppchen. Alter, hör auf Rufen zu drücken. Jetzt ruft er dieses Entei. Das ist gar nicht gut. Nee, er ruft seinen Morlord. Direkt gefolgt auf Spotify. Du kanntest noch nicht den Miauz genau Podcast. Bad. Hallo Nokemon. Nokemon? Nokemon? Nokemon. Im Sinne von Pokémon, aber no. Wieso ist denn jetzt... Achso, weil Geowatz Erdbeben gemacht hat, aber Entei kein Schutzschild macht. Das ist ja voll die Taktik. Einfach nichts machen und Entei wird selber umgebracht. Selbst Schauspieler gehen zur Filmpremiere, du abgespackter Sack. Abgespackter? Was ist denn ein abgespackter? Abgespaceter? Darf ich euch ein Geheimnis anvertrauen? Schauspieler, die auf ihre eigene Premiere gehen, werden dafür bezahlt. Abgespaced. Oh mein Gott. Krass, oder? Steht in deren Vertrag drin, dass sie zur Premiere kommen müssen. Hallo Angel, hallo Azrael. Ich hab ne Fliege im Zimmer.
Ich habe das Wochenende so viel geschuftet. Der Raum hier ist quasi leer. Das Wohnzimmer ist quasi leer. Nur das Schlafzimmer hat noch unterm Bett Sachen und im Schrank Sachen. Aber bis Freitag muss ich jetzt noch alles wirklich, wirklich leer räumen. Dann das Bett zerlegen und 3 Schränke zerlegen. Und das muss ich alles machen bis Freitag. Wenn das eine Wespe wäre hier drin, dann würdet ihr mich nicht mehr sehen. Dann hätte die Wespe jetzt den Stream übernommen. Du hattest Shiny die Alga in BDSP. Viel Erfolg. Ich bin positiv überrascht von meinen körperlichen Fähigkeiten. Dass ich noch keinen Hexenschuss habe von den ganzen Kisten schleppen. Aber es ist so geil, hier, also ich muss die ganze Zeit Kisten von hier selber rüberbringen, anstatt das die Umzugsleute machen zu lassen am Samstag. Weil ich kann keine weiteren Kisten befüllen, weil die Wohnung voll ist mit Kisten. Ich habe keinen Platz, um irgendwas zu machen. Deswegen muss ich die ganze Zeit Kisten rausschaffen hier. Jetzt habe ich heute mal alle Kisten dort in der neuen Wohnung an eine Wand gestellt. Und das ist einfach so ein winziger Haufen an einer Wand. Das ist so geil. Allein daran sehe ich, wie schön viel größer die neue Wohnung ist. Weil hier 10 Kisten sind einfach, die Wohnung ist voll. Dort 10 Kisten ist ein kleiner Haufen an der Wand. I love it. Pack einfach alles in dein Inventar wie in Minecraft. Es ist aber leider nicht wie Minecraft, es ist eher so wie in Skyrim. Wo dann auf einmal fett über deinem Bildschirm steht, du kannst nichts mehr tragen und du kannst dich nicht mehr bewegen. Ich weiß nicht, ob das in Minecraft auch so ist. Kann man in Minecraft unendlich viele Sachen tragen? War das in Fallout? Ich weiß nicht, in Gothic hat man unendlich viel Inventar gehabt. Eigentlich sollte das immer so sein, unendlich viel Inventar. Das ist eine so nervige Sache. Wenn Elder Scrolls 6 immer noch... Aber es ist halt auch Gameplay, was dafür sorgt, dass man nicht komplett OP durch die Welt läuft. Aber es ist so eine nervige Sache. Stellt euch mal vor, das wäre heute immer noch so mit dem Beutel in Pokémon. Du kannst nicht mehr als 20 Items tragen. Bitte werfe Sachen weg oder tu sie in deinen PC. Das wäre so nervig. Wobei für so ein Legends-Spiel, bei Pokémon Legends ist es ja sogar so. Dann kauft man sich für Milliarden neue Beutelplätze. In Pokémon Go? Ja. Da ist zurzeit bei mir das Gegenteil, weil die ganze Zeit Quests sind, die sagen, ich soll Sachen fangen. Ich habe die ganze Zeit keine Pokébälle in Pokémon Go. Ich bin die ganze Zeit nur ein Meisterball. Ich habe jedes Mal Angst, dass ich aus Versehen einen Meisterball schmeiße. In Minecraft gibt es begrenztes Inventar. Mit einer Schalker-Kiste kannst du mehr mitnehmen. Ah. Ah, stimmt, deswegen gibt es ja Truhen und so. Du auch? Auch keine Bälle? Das ist das Problem, wenn man nicht so viel Pokémon Go spielt und nicht so viel rumläuft und nicht die ganze Zeit Stops dreht, dann ist man echt sehr... schäbig ausgerüstet. Wenn die Wespe unterhaltsam ist, meinst du, jetzt verstehe ich es. Wie die Wespen in Banjo-Kazooie. Nimm halt Geschenke an. Mach ich. Ich nehme jeden Tag alle Geschenke an, die ich kann. 20 Stück oder was das ist, Maximum. Und dann 5 Minuten später habe ich alle Bälle verschmissen. Ist doch nicht so, als ob du durch Geschenke 100 Pokébälle kriegst. Wenn du alle Geschenke aufmachst, hast du vielleicht danach 20 Pokébälle. Yay. Und Kacktränke, die kein Schwein braucht. Sammelt sich gut an. Nicht, wenn du jeden Tag versuchst, deine Quests zu machen, die sagen, fange 3000 Pokémon. Fange 50 Stahl-Pokémon.
Mache bei 3 Raids mit. Ja, wie denn, wenn keiner meiner Freunde bei den Raids mir hilft? Wie soll ich denn Mega Lucario besiegen alleine? Hallo Taristos. Menno. Leos blind, dann mit der Wespe. Habe am Wochenende auch mal wieder Pokémon Go gestartet und mein Avatar war zum Glück nicht so schlimm. Finde nur den Mund nicht so toll. Erstmal Mundschutz verpasst. Das ist eigentlich eine gute Lösung. Einfach Mundschutz draufpacken. Weil das Schlimmste ist wirklich das Gesicht, finde ich. Also es sieht einfach so aufgedunsen auf. Egal, was man macht. Aber inzwischen... Ich habe mich nie groß um meinen Charakter geschert. Ich habe einfach das Hisui-Outfit an und gut ist. Wobei das Neueste, dieses Famibs-Outfit, sieht echt süß aus. Aber ich gebe kein Geld aus, um wie eine Maus auszusehen. Ja, Happens, du kannst einfach ständig, du könntest auch... Wenn du... Hast du eigentlich den Wie heißt der? Wie heißt das Ding? Poke Plus? Nein. Das Ding hast du eben. Lässt es einfach liegen und dein Pokestop wird die ganze Zeit gedreht. Poke Walker, ja, das ist ja alt. Ich meine, das Neueste. Wie heißt das Ding? Poke Walker? Nee. Ich habe ihn schon eingepackt. Ist nicht mehr da. Hallo, Obito. Es gibt Quest, wo du einen Necrozma bekommst. Okay, nicht im Moment, weil ich habe alle Quests gemacht. Ich spiele seit langem nicht mehr Pokémon Go, vielleicht solltest du mal wieder reinschauen. Nee, musst du nicht. Du verpasst nicht so viel. Es macht einfach nur süchtig. Weil 1000 Quests aufpoppen die ganze Zeit. Fange 50 Pokémon hiervon, fange davon, mache hier eine Challenge, mache das. Und die bringen so viel Quests hintereinander raus, dass wenn du jemand wie ich bist, der immer... halt alles abgehakt haben möchte, dann kannst du die App nicht weglegen, weil sie so schnell Quests neu rausbringen, dass du sie nicht wegkriegst, weil sie immer wieder neu kommen. Aber wenn es dir Spaß macht, dann ja, starte Go. 1, 2, 3, 4. Hallo, Pokefrosch. Pokestop-Dings da, genau. Pokeball. Ist es Poke? Keine Ahnung. Das Plus-Plus-Ding halt. Das einzig Traurige ist, dass Evoli so komisch an der Schulter klebt und nicht wie früher auf der Schulter liegt. Ich weiß den Unterschied nicht. Aber ich habe letztens erst Charaktere gesehen, die Pikachu auf der Schulter haben. Du hast recht. Es ist wirklich so, es steht einfach senkrecht an der Schulter dran, egal wie schräg die Schulter ist. Es hängt einfach so dran, als ob es wirklich einfach wie so ein Papagei. Ich finde nichts, mach mal einfach das. Gibt's gerade wieder was Spannendes in Pokémon Go? Bin auch wieder seit Monaten raus. Nö. Ich meine, was ist spannend? Ich habe immer noch nicht die Quest fertig, wo man einen neuen Meisterball kriegt für. Ich muss immer noch 15 Eier ausbrüten. Ich habe nur 7 oder 10 Kilometer Eier. Es dauert so lange, bis ich diese 20 Eier ausgebrüht habe, vor allem, weil ich nie rausgehe. Wobei jetzt, wo ich die ganze Zeit hin und her schleppe, naja. Aber wenn ich die Quest fertig habe, dann muss ich immer noch diese dumme Team-Challenge-Quest fertig machen. Da sind Rosa und ich seit, glaube ich, einem halben Jahr dran. Immer wieder 30 Team-Challenges, 30 Stück. 4x30 oder so muss man machen. Und das andere gerade sind Stahl-Pokémon überall und du sollst 50 Stahl-Pokémon fangen und 10 entwickeln. Aber du kriegst halt nicht wirklich was dafür. Es ist halt... Das macht halt einfach süchtig, wenn du abhaken willst. Dir fehlen auch noch 3 Eier.
Aber hey, dann hat man einen Meisterball, den ich eh nicht wirklich benutze. Ich benutze meinen Meisterball, wenn ich das nächste Mal irgendwie Galar, Arktos, Zapdos oder Lavados finde. Dann fange ich die endlich mal. Aber dafür sind sie auch da, oder? So, hier ist eine Fliege. Und hallo, Dave. Und genau das hat dich aus Genshin vertrieben. Vor allem, weil dann die neuen Sachen zeitlich limitiert sind. Jetzt gibt es auch sehr viel in Pokémon Go. Wie zum Beispiel jetzt dieses Stahl-Pokémon-Fangen ist auf 5 Tage limitiert. Aber es ist nicht so schlimm, wenn du es nicht machst, weil die Belohnung ist ein Galantri. Gladiantri. Glad Imperio, Gladiantri. Ja. Also es ist ziemlich... Entweder die Belohnungen sind so langweilig, dass du eigentlich keinen Grund hast, sie zu machen. Oder sie sind so geil, dass sie so schwer sind zu schaffen, dass du eigentlich 3 Tage lang nichts anderes machen darfst. Gladiantri. Ja, genau. Richtig. Ich habe noch nie eine Route in dem Spiel gemacht. Das ist aber nicht schwer. Die kriegst du schnell abgeschlossen. Also bei dir wird es sicher irgendwo eine Route geben. Gehst halt nach der Arbeit nicht direkt nach Hause, sondern gehst so eine Route. Und sammelst einen Zigardkern. Hallo, Philipp. Pokefrosch, dankeschön für 20 Bits. Esse gerade Ananas-Kaugummi mit Käsesoße. Ich glaub dir kein Wort, denn das klingt wie eins der widerlichsten Sachen, die ich je gehört habe. Ananas-Kaugummi mit Käsesoße? I doubt it. Wurde das eigentlich vorgelesen? Esse gerade Ananas-Kaugummi mit Käsesoße? Nee, ne? So, ich habe wieder dich hingeguckt. War da ein... Nein. 1, 2, 3, 4. Wir sind gleich bei 4600. Aber die Kerne sind doch nie zu 100% da. Nicht zu 100%, aber sehr wahrscheinlich findest du einen Kern, wenn du eine Route gehst. Und du brauchst für die Quest brauchst du nur einen einzigen. Aber wenn du natürlich Sigard auf 100% bringen willst, dann brauchst du 100 Stück. Das habe ich auch keinen Elan dazu zu machen. Ich habe vielleicht 3 Kerne oder so inzwischen. Wenn es eine Quest wäre, würde ich es machen. Vielleicht gibt es irgendwann ein Event für 5 Euro, das dir ein Shiny Sigard gibt. Und dafür musst du 100 Kerne sammeln. Dann würde ich es machen. Aber auch nicht für 5 Euro, nur wenn es umsonst wäre. Aber das ist niemals umsonst. Dann kommt Legend ZA. Übermorgen, hast du es nicht gehört? Lebst du unter einem Stein? Übermorgen. Ah nee, sorry. Freitags kommen immer Pokémon-Spiele. Also... Übermorgen. Ich habe 2 Übers unterstrichen. Unterschlichen. Kann man sein Daily Essence für die Route benutzen? Du meinst Rauch? Was hat Rauch damit zu tun? Du kannst deinen Rauch immer anmachen, hä? Daily Essence. Untermauert? Nein, 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 nicht untermauert. Wenn man Sachen unterschleicht. Wenn ich quasi etwas nicht erwähne, dann habe ich es unterschlichen. Hast du einen Groudon in Shiny? Ja. Aber das hat mir Happens geschenkt. Das habe ich nicht selber gefangen. Irgendwann muss ich das selber fangen. Das heißt einfach auch Pokémon Go. Ach, es heißt Pokémon Go +++. Echt? So simpel? Go? Pokémon Go? Aber man kann es ja auch in Sleep benutzen, aber gut. Hey Scoutly, so ein cooler Shiny Hunt. Ich liebe Pokémon Kolosseum. Ich auch. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich will ja Raikou und Suicune auch so machen. Aber wenn dieses Entei einfach mehr als Full Odds braucht, weiß ich nicht, ob ich den Elan habe, nochmal von vorne anzufangen bei was anderem. Und ich glaube auch, dass Entei vom Weg her, den man gehen muss, also diese 4 Minuten Reset,
dass das das Angenehmste ist von allen anderen. Weil ich kann ja auch mit Morlord stehen, Surfer machen und so weiter. Ich kenne noch nicht die Taktiken von Raikou und Suicune. Aber ich glaube, Entei ist am angenehmsten. Das ist auch der erste. Aber eigentlich hätte ich schon gern die anderen beiden auch. Aber wenn jetzt langsam das Entei kommt, dann okay. Aber wenn es sich noch doppelt so lange Zeit lässt, dann wird es schwierig. Hallo Daniela. Was zum Teufel ist Bildschirm-Celebration? Hier auf Twitch meinst du? Das ist, wenn irgendjemand viele Bits spendet oder ich glaube ein Hype-Train losgeht, dann ist es jetzt nicht nur, dass da oben rechts so ein kleines Hey, Hype-Train, sondern der ganze Bildschirm hat dann so Yay! So eine Explosion. Das ist schon lange. Locker ein Vierteljahr schon. Das von Daniela war jetzt aber echt leise. Da brauchst du dich nicht beschweren, da braucht sich nur Daniela beschweren. Beschwert sich Daniela? Sagen wir es eher so, JJ, deins ist zu laut. Hallo Rox on Fire, hallo Rox on Top, lol. Was? Rox on Top, achso. Nope. 1, 2, 3, 4. Hallo Sophie. In deinem Shiny Dex musst du auch Incognito Shiny markieren, das hast du doch mittlerweile. Ich habe Shiny Incognito, ja, und ich habe die Shiny Incognitos, die ich habe, markiert. Musst du richtig gucken, hast du nicht richtig geguckt? Kannst du es gerne ein bisschen lauter machen? Danke, JJ. Okay. Ich beschwere mich, weil ich gerade dachte, meine Freundin unten ruft mich. Ja. Und sie ruft dich mit Ah! Ich glaube, es war 10.000 Emotes im Bildschirm für Zuschauer. Oder ist es, das ist was anderes dann, was ich meinte. Und hallo Drarot, Scoutly, vielen Dank für 8 Monate. Dankeschön. Hallo, was willst du machen? Zurzeit bin ich bei so vielen Quizzes. Letztens erst der Podcast, der heute rausgekommen ist, Leute. Geht auf Miauzgenau, Spotify, YouTube, wo auch immer ihr wollt. Ihr findet eine neue Miauzgenau-Podcast-Folge mit eurem Lieblingsstreamer. Miauzgenau. Und mir. Und morgen bin ich bei Nestflow. Aber das ist nicht live, glaube ich. Das ist nicht live, das ist aber dann ein YouTube-Video. Vielleicht ist das auch geheim, aber ich glaube nicht, dass das geheim ist. Megumina, du bist ein Babababakel. Schon für heute Abend zum Abschalten vorbereitet? Nice. Wir reden über echt ganz interessante News. Ich hätte nicht gedacht, dass wir überhaupt Sachen zum Bequatschen haben, wenn Pokémon so unfassbar nichts halt rausbringt zurzeit. Aber es gibt trotzdem News auf der Welt über Pokémon. Ah ja, was ich vorhin weiter erzählen wollte, was ich letztens erzählt habe, dass man jetzt Pokémon-Karten mit dem CT scannen kann, um zu schauen, ob was Wertvolles drin ist. Das haben jetzt eben schon Unternehmen rausgebracht, offiziell. Und jetzt wird natürlich vermutet, dass sie das schon über Jahre hinweg entweder vorbereitet haben und jetzt durch das YouTube-Video gezwungen waren, sofort rauszukommen damit. Oder ob sie schon Jahre davor quasi unter der Hand gemacht haben, ohne groß damit Werbung dafür zu machen. Und jetzt halt machen, weil es jetzt egal ist, weil jetzt sowieso Leute wegen dem YouTube-Video Bescheid wissen. Aber ja, 70, 80 Dollar, um ein Booster-Pack
zu scannen, könnt ihr hinschicken und die sagen euch, oder sie schicken euch dann die Bilder und dann seht ihr, was in eurem Booster-Pack drin ist. Das ist ziemlich kacke, das ist ziemlich abgefuckt. Der Markt für TCG allgemein, aber vor allem für Pokémon, ist somit komplett für den Arsch. Null Überraschung mehr. Alles ist komplett kalkuliert. Ich würde nur noch einzelne Karten kaufen. Denn dann kriegt man wirklich das, was man kauft. Weil wenn ihr jetzt einfach Booster Packs kauft, also ich rede von wertvollen Booster Packs, nicht von denen, die ihr beim Rewe an der Kasse kauft. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass diese Packs gescannt sind und die nur verkauft werden, weil nichts drin ist. Und ihr kauft sie trotzdem für einen Preis, wo eventuell was drin ist. Aber es ist nichts drin, weil sie reingeguckt haben. Und das ist ziemlich scammy. Ziemlich unfair. Ziemlich gemein. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie das vielleicht schon seit Jahren machen. Nur keiner darüber geredet hat. Noah Knight Raven, dankeschön. Für 11 Monate. Giratina, hallo. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Danke fürs Anschauen. Die nächsten News kommen zu 99% zu Worlds. Ja, ja, ja. Fetter Saar-Trailer bei den Worlds. In Hawaii. Hawaii? Heißt das so, oder? Hawaii? Alola? Das wird so den Markt in Chaos bringen. Ich meine, es ist ja... Ich glaube halt wirklich, es wird halt vermutet, dass es schon seit Jahren so ist. Weil CT... Die Technologie von CTs existiert seit Jahrhunderten. Oder seit einem Jahrhundert, keine Ahnung, seit wann gibt es CTs? Röntgenstrahlung gibt es schon sehr lang, aber CT-mäßig, weiß ich nicht. Aber nur jetzt durch das YouTube-Video müssen sie sich halt nicht mehr verstecken und können es einfach offiziell verkaufen überall. Jetzt bringt es nichts mehr, es geheim zu halten. Weiß ich nicht mehr. Oder ist es tatsächlich jetzt zufällig so, dass jeder auf einmal diese Technologie hat? Wird da nicht einfach die sauteure Generation von einer Generation abgelöst, die nicht mehr überprüfbar ist? Ja, ist halt die Frage, wie überprüfbar was ist. Aber ja, je nachdem, wie die Karte halt hergestellt ist, ist es halt nicht sichtbar in einem CT. Du meinst quasi, dass die erste Gen somit bald nicht mehr die wertvollste ist, weil man in die reingucken kann. Und somit wird es die älteste Gen, die nicht überprüfbar ist. Kann sein, ja. Kann sein. Aber es gibt halt genug Leute, die keine Ahnung davon haben. Die sowas nicht wissen, dass sowas existiert. Kinder kaufen sich jetzt nicht für 500 Euro ein Boosterpack. Aber es gibt genug Leute, die keine Ahnung davon haben. Und deswegen wird es immer rentabel sein, wahrscheinlich für große Kartenverkäufer, Shops und so. Ich finde es schade, dass man Shiny Legendäre auf Capo nicht handeln kann. Das ist sehr schade, ja, das geht nicht. Don Herbivore wollte mal loswerden, dass dein Origin-Gen-Video und allgemein deine Videos für mich mit zum besten Pokémon-Content auf YouTube gehören. Sehr hilfreich und lehrsam. Dankeschön, 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 Dankeschön. Hast du das neue Deoxys-Video gesehen? Da waren auch wieder ein paar Sachen drin, finde ich, die sehr lehrreich waren, wie das mit den Frames und sowas, dass man doppelte Dupe-Shinies kriegen kann und so. Hallo Game Benny. Du hast extrem viele Shinies, aber auch sehr viele, die man entspannt durch Breen bekommen könnte. Okay. Du weißt schon, dass Shiny Hunten eine Zeitsache ist, ne? Ich könnte alles wegschmeißen, einfach nicht mehr streamen, keine YouTube-Videos machen und wahrscheinlich in 2 Monaten jedes Shiny haben, das existiert. Das ist korrekt, ja. Ich könnte mich einfach hinsetzen und alle Shinies mir holen. Aber weißt du, es ist nicht so einfach, wenn man noch leben möchte währenddessen und andere Sachen macht. Deswegen, ja, was erwartest du? Außerdem ist es doch langweilig.
Wenn ich alle Shinies hätte, was mache ich denn dann? Aufhören? Was soll ich denn dann machen? Dann habe ich ja alles. Ich will doch das Ziel nicht erreichen. Wenn ich das Ziel erreiche, ist es ja vorbei. Ja, dass die Scans abgewiegt wurden, um irgendwie einen Milligramm-Unterschied zwischen den Karten zu sehen, klar. Das war ja auch schon sehr bekannt. Aber das ist halt nur so von wegen, hey, in dem Pack ist safe eine Holo drin, denn sie wiegt ein Milligramm mehr. Und jetzt ist es halt nicht, hey, in dem Pack ist eine Holo, sondern jetzt ist es, hey, in dem Pack ist ein Shiny Glurak, eine Holo-Glurak-Karte. Ah. Warum? Hallo, können mal alle Controller gleich funktionieren? Dude, der linke oben macht einfach irgendwas. Ich habe nicht A gedrückt. Keine Kritik, eher bewundernswert, wie viele es schon sind. Dann scroll mal ganz nach unten. Was bringt ihm die Information, ganz runter zu scrollen? Also noch mehr. Außerdem breed ich zurzeit fast jeden Tag. Gerade bin ich an Moruda dran. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt zurzeit, weil ich habe ja dieses eine fette Projekt, dass ich 100.000 Eier ausbrüte und ich bin jetzt bei 15.000, also 15% haben wir schon. Das dauert so lang, 100.000 Eier sind so viel. Aber 10.000 Eier wäre langweilig gewesen. 100.000 ist das Einzige, was die gute nächste Zahl ist. 10.000 ist zu einfach. 10.000 hat man viel zu schnell. Aber da bin ich gerade bei Moruda und ich nehme jetzt extra die über Gen 6 sind, die mir noch fehlen, weil halt die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass man in Legends sah, es kann zumindest sein, dass jedes Pokémon inklusive Gen 6 in ZA vorkommt. Und da wir nicht wissen, welche, mache ich alle, die über Gen 6 sind, weil wahrscheinlich werden keine Gen 7 Pokémon oder 8 und 9 in ZA vorkommen. Wobei es natürlich sein kann, ich überlege gerade, in Legends Arceus gab es da Pokémon über Gen 4. Barschuft ist Gen 5. Was war noch? Aber es waren sehr wenige. Es war hauptsächlich Hisui, also Sinnoh. Und es waren so gut wie keine. Es gab halt ein paar extra Hisui-Formen. Zorua, auch Gen 5. Ein paar Gen 5 Pokémon gab es. Aber sonst, Waschaquill, auch Gen 5, Bautz, Gen 7, ja, also ein paar, aber es war trotzdem hauptsächlich Gen 4. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Gen 7, Gen 8 und Gen 9 in ZA vorkommt, ist auf jeden Fall prozentuell, werden es weniger sein als Gen 6 Pokémon. Hoffentlich wird Nagelotz mal endlich drin sein und die Affen natürlich, die sind auch Gen 5. Aber ja, deswegen brüte ich zurzeit. Jetzt bin ich gerade bei Moruda dran. Ihr könnt den Fortschritt von meinen 100.000 Eiern sehen. Auf dem Discord ist ein Link zu der Excel-Tabelle. Da seht ihr, da führe ich Buch, wie viele Eier ich gebrütet habe und bei welchem Ei welche Shiny rauskam. Und meine Rate wird immer besser. Moruda muss jetzt richtig lange dauern, damit ich wieder auf den 512er Schnitt komme, aber ich bin irgendwie bei 450 Schnitt. Die meisten Shinies sind so unfassbar schnell in diesen Eiern gekommen, es ist fast schon unverschämt. Drarot,
Du bist ein Tukanon. Ja, und Quaffaff, natürlich, natürlich. Aber Quaffaff ist ja Gen 6. Die Frage ist halt, was macht denn inhaltlich Sinn, was für Pokémon über Gen 6? Aber gut, die haben auch einfach... Ich meine, macht es irgendeinen Sinn, dass Wasserquill, Barschuft und Zorua in Hisui sind? Nicht wirklich. Die wählen einfach ein paar Pokémon aus, die cool sind und irgendwie nach Frankreich passen. Oder die kriegen halt dann eine extra Form oder eine neue Entwicklung. Gibt's auch noch nicht auf der Switch. Quaffaff, ja. Aber Quaffaff kommt ja safe. Ist ja im Trailer und ist ja auch Gen 6. Es kommen safe alle Gen 6 Pokémon. Aber die Affen und Nagelots fehlen dann noch, dass wir mal alle auf der Switch haben. Ja, wir wissen noch gar nichts. Wir wissen noch gar nichts. Aber deswegen brüte ich zurzeit nur Sachen, die eher unwahrscheinlich in Zar sind. Ich finde Masuda am schlimmsten, weshalb ich das nur benutze, wenn es keine andere Methode gibt. Masuda ist definitiv die langweiligste Shiny-Methode, finde ich. Wobei, es ist schwer zu sagen, was. Das ist so subjektiv natürlich. Ich meine, ist Masuda langweiliger als 30 Stunden vor einem Darkrai zu stehen und es zu resetten? Wo man wirklich nur A drückt? Bei Masuda radelt man wenigstens und benutzt Flammkörper und ein anderes Pokémon aus einer anderen Sprache. Es ist auf jeden Fall mehr Taktik, mehr Methode hinter Masuda als zu resetten. Juniper, du bist ein Eisenhals. Hallo. Aber Masuda ist halt geil, weil du es so perfekt während Fernsehen, während Filme anschauen machen kannst. Dafür, dass es relativ viel Methode dahinter gibt, sobald du es einmal vorbereitet hast, das Pokémon hast, abgegeben hast, Eier geholt hast, radelst du einfach 3 Stunden im Kreis. Aber das ist bei Soft Resetten auch nice. Das ist halt das Coole an Soft Resetten und Masuda, dass du einfach, ne, abschalten kannst, währenddessen was anderes machen kannst. Und es gibt halt auch einfach, finde ich, Pokémon. Ist schwer zu sagen. Es gibt, wie dieses Entei zum Beispiel. Es gibt Pokémon, die. Da will man Arbeit reinstecken. Wie jetzt Entei hier in meinem Fall. Weil es ist was Besonderes. Aber jetzt Moruda. Moruda ist ein saucooles Pokémon. Oder das davor, was ich geholt habe, war Fritzelblitz. Was ich übrigens immer falsch ausgesprochen habe. Das heißt gar nicht Fritzelblitz. Das heißt Frizzelblitz. Da ist kein T. An beiden Stellen ist kein T. Das heißt Frizzelblitz. Oder? Weil als ich das dann in meine Tabelle reingeschrieben habe, war ich so Fritzelblitz. Ich habe immer Fritzelblitz gesagt. Vielleicht haben alle Leute immer gedacht, ich sage das aus Spaß. Ich dachte, das heißt wirklich Fritzelblitz. Aber das hat keine T's. Also ist es Frizzelblitz. Was um einiges besser klingt als Fritzelblitz. Naja, aber das sind halt Pokémon, die sind schon cool, aber es sind jetzt keine, wo ich sage, oh mein Gott, ich muss jetzt extra Pokeradar machen oder irgendwas Kompliziertes oder was Schwieriges, um mir das zu verdienen, weil es unglaublich cool ist. Und dann sage ich mir halt, breed that shit. Und dann brütet man einfach und wartet, bis es kommt. Es ist nicht das Interessanteste, es ist nicht das Aufregendste. Aber es gibt halt einfach, es muss von 1025 oder wie viel, hier steht es auch, 1377 verschiedenen Shiny-Formen. Würde ich mal sagen, sind 80% einfach da, um abzuarbeiten. Anime sagt, glaube ich, mit 1 oder 2 T. Flizzelriss.
Es ist einfach doof, dass man nicht mehrere freilassen kann. Wo? Ich breede in Schwert und Schild, weil es da definitiv am schnellsten geht. Karmesin und Purpur ist zwar cool, wie das Brüten funktioniert, weil es mal was anderes ist, aber auf Schnelligkeit gesehen, auf Effizienz gesehen, ist es da ganz schlimm. Schwert und Schild ist am einfachsten. Und da gibt es auch die größte Auswahl an Pokémon. So viele. Aber ja, in Schwert und Schild kannst du nicht mehrere gleichzeitig freilassen. Deswegen brüte ich immer, bis all meine Boxen voll sind. Und dann gehe ich in Pokémon Home rüber, so wie ich in meinen Home-Tutorials auf YouTube das auch gezeigt habe. Drück auf X und lass alle frei. Mit vielen Klicks natürlich, aber besser als jedes einzeln freizulassen. Aber jetzt sagt Daniela, dass sie kein Home hat. Aber ich habe doch kein Home. Ja, da bist du selber schuld. Frisselriss. Fritzel, Frisselbliss. Voltenso. Frissel. Nee, was? Fritzelblitz. Frisselbliss. Frissel. Frieselbliss. Weiß nicht. Gibt es Wörter im Deutschen, die man mit Z ausspricht, obwohl kein T dabei ist? Zitz. Zitz. Blitz. Riz. Nee. TZ ist. Spannend, hätte gedacht, Eierbrüten ging schneller in Kapo, wieder was gelernt. Ich meine, zeitlich gesehen kommt es immer darauf an, welches Pokémon du breedest. In jedem Spiel ist es anders, wie lange es dauert, weil Eizyklen anders gerechnet werden. Es kann sein, dass Eier schneller schlüpfen in Karmesin und Purpur, aber was du definitiv halt nicht machen kannst, ist in Karmesin und Purpur, also Eier herstellen und ausbrüten gleichzeitig. Das geht nicht. Weil du musst immer eine halbe Stunde dastehen und warten, bis alle Eier gemacht sind und dann im Kreis rennen. Und das allein ist ein riesiger Zeitverschwendung, weil du eine halbe Stunde lang nur doof rumstehen musst. Während ich in Schwert und Schild, während ich die Eier mache, sie auch gleichzeitig ausbrüten kann. Es kann sein, dass mit Flammkörper und so und vor allem bei Koraidon sau oder Miraidon sau schnell laufen können. Aber das ist das Nächste, die können zwar sau schnell laufen, aber du musst die ganze Zeit wirklich aktiv laufen. Klar, es gibt schon so Sachen, wo du sie immer nach links drückst und laufen sie im Kreis und sowas oder beim Leuchtturm oben im Kreis laufen und so. Aber es ist schon eher eine Aufgabe, mit denen zu laufen. Wohingegen in Schwert und Schild mache ich die ganze Zeit einfach mit dem Daumen eine Kreisbewegung und ich radel im Kreis. Und dann verschränkt er die Arme, dann gehe ich, hole ein Ei ab. Dann verschränkt er die Arme, hole ich wieder ein Ei ab. Verschränkt er die Arme, hole ich wieder ein Ei ab. Also es ist sehr viel simpler und einfacher. Und du musst ein Sandwich machen, das ist auch Zeit, die drauf geht. Dann darfst du nicht zu früh abholen, weil sonst resettest du den Timer. Dann darfst du nicht zu spät abholen, weil dann hast du es verschwendet, weil nur maximal 10 drin liegen können. Ich finde Brüten in Karmesin und Purpur cool, weil es wirklich eine neue Methode ist, wie man es macht. Aber effizient ist es nicht, wenn man wirklich auf Shiny Breeden geht. Und ich hatte auch sehr viel, ich hatte beides. Ich hatte sehr viel Glück und sehr viel Pech beim Brüten. Ich hatte sehr viel Glück, weil ich innerhalb von 10 Eiern Meowzinger gekriegt habe. Und im vierten Ei ein Shiny Fion, ohne es zu wollen. Aber ansonsten war es immer so, Fuecoco, 3000 Eier. Noch das nächste Fuecoco, 6000 Eier. Es ist wirklich, die Starter haben bei mir ewig gedauert. Aber das ist natürlich Pech einfach. Es liegt nicht an der Methode. Was passiert eigentlich mit den Eiern, die du in die Akademie bringst? Du meinst, wenn du sagst, nein, ich möchte das Ei nicht, da solltest du mal in die Kantine gucken, da siehst du, was aus den Eiern gemacht wird. Ein gutes Omelette de Fromage.
Wenn du fliegst, zählt's nicht. Nee, du kannst nicht fliegen. Du musst auf dem Boden dich befinden. Sobald du springst, zählt's auch nicht. Du musst laufen. Immer Schritte. Ich hab Home. Na, dann lass da deine Pokémon frei. Du wirst nicht gezwungen, deine Pokémon im Spiel freizulassen. Home gibt dir die maximale Freiheit von 100 Pokémon. Scharfzahn, Dankeschön für 8 Monate. Dankeschön. Mal sehen, wie es in Gen 10 sein wird. Da wird es sicherlich wieder Updates zum Breeding geben, alleine weil sie ja zu 90% ein neues Kochsystem einbauen werden. Ja. Das ist schon gerade. Ich habe ja nie diese Knurrs. Und ich habe immer noch keine Knurrs gemacht. Ich habe immer noch nur Nachtara und Blitzer auf perfekt Glanz und sowas gemacht. Weil diese Eier, weil diese Bären nicht. Manche Bären brauchen so lang. Und die mir jetzt noch fehlen, die Bären, brauchen irgendwie 5 Tage, bis sie sind. Dann kann ich die restlichen Knurrs machen. Aber ja, seit Gen 3. Gibt's fast in jeder Gen irgendwas mit Kochen? Ich glaube, Gen 6 hat nichts mit Kochen und Gen 7 auch nicht, oder? Hat Gen 6 und Gen 7 irgendwas mit Kochen? Nee, oder? 5 auch nicht. Okay, 3, 8 und 9 hat was mit Kochen. Oder? Sind's doch nur die 3? Weil die sind schon cool. Es ist nur meistens, also ich würde sagen, in 9 ist es das erste Mal, dass Kochen wirklich von jedem gemacht wird. Weil es so einen guten Effekt hat. Knurrsp, okay. Ist halt für die Ultraspieler, die ein Pokémon haben wollen, die ultra cool, schön oder muskulär sind oder was auch immer. Aber man kriegt nicht wirklich was dafür, außer ein Ribbon. Oder mehrere. Das gleiche wie Pokeriegel. Und dann in 8 Curry benutzt man eigentlich nur, um Freundschaft zu steigern. Wofür braucht man sonst Kochen in Gen 8? Freundschaft steigern. Ich meine, klar, man kann Shiny hunten so. Das ist schon cool. Irgendwann will ich schon auch gern Curry Shiny haben. Und Gen 9 ist halt wirklich das erste Mal gewesen, dass du wirklich jeder kocht. Also Sandwiches macht. Jeder. Weil es einfach Inhalt ist, war das Gameplay von dem Spiel. Und ich hoffe, dass Gen 10 auch wieder sowas haben wird. Weil das Sandwich-System war schon cool. Aber es hätte um einiges vom Prozess her um einiges cooler sein können. Wenn man sich da mal so andere Spiele anschaut, wo man kochen kann, wie Final Fantasy, das war wunderschön gemacht. Da hast du wirklich das Gefühl, dass du riechst es vor dir so. Wie du es auch zubereitest. Ich habe bis heute kein einziges Curry gekocht in Schwert. Schau. Ich hatte bis vor kurzem nie ein Knurrsp hergestellt oder ich habe bis heute noch nie ein Pokeriegel gemacht. Weil, warum? Das braucht man echt nur, sobald man Ribbons haben möchte. Das ist ja wirklich Nische, Nische, Nische. Funex, hallo, dankeschön für 2 Monate. Ich habe gehört, der 2. Monat ist der wichtigste in der Abo-Falle drin. Echt, Gen 6 hatte französische Poffel. Also die in Gen 4 heißen Puffins. Puffins auf Englisch. Poffels? Ja. Hat das Curry irgendeine Art von Sinn außer Keldeo? Stimmt, für Keldeo muss man kochen. Aber ich glaube nicht, dass sie Curries gemacht haben für Keldeo, sondern es war dann so, okay, wie könnten wir Keldeo anlocken? Ah, okay, machen wir Curry. Curries sind einfach da, um... Es ist einfach Teil von deinem Camp. Und Camp ist sowas wie eine Untergrundbasis in Gen 3 oder 4. Es ist halt einfach ein kleiner Ort, wo du mit deinen Pokémon chillen kannst und sie streicheln kannst und so weiter. Und dann kannst du halt auch für die kochen. Das Kochen, je nachdem was für... Es gibt unfassbar viele Rezepte. Und Kombinationen von Rezepten, die du in Gen 8 machen kannst. Es gibt so viele Rezepte. Sehr viel mehr als Sandwiches. Oder? Sandwiches gibt es 158, glaube ich. Es gibt safe mehr Curries.
Und die sind halt so dieses typische, so, die stellen Leben wieder her, die machen Freundschaft höher und so, so einfach so halt Essen für Pokémon. Aber sonst haben die nicht wirklich einen Effekt. Also nicht sowas wie danach kommen mehr Elektro-Pokémon, nee. Aber es ist halt einfach eine Spielerei. Du kochst mit deinen Pokémon zusammen und dadurch lieben sie dich mehr und du hast dann wieder mehr Leben und du kannst halt Rezepte sammeln und herstellen. Das ist einfach so ein Sammelding auch. Aber du kannst tatsächlich Shiny hunten in diesen Camps. Jedes Mal, wenn du ein Curry machst, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass ein wildes Pokémon aus der Ferne angelockt wird und zu deinem Camp kommt und dann kannst du es fangen. Beziehungsweise, ich glaube, du musst es nicht mal fangen. Es ist einfach Teil von deinem Team, wenn du einen Platz frei hast. Und die können Shiny sein. Das heißt, du kannst... Ich weiß nicht, ob die vom Schillerpin beeinflusst werden. Steht das in der Übersicht drin? Curry, 1 zu 4000. Nein, sie werden nicht beeinflusst. Oh nein. Curries sind 1 zu 4000. Das heißt, jedes Mal, wenn du einen Curry machst, besteht eine gewisse Chance, dass ein Pokémon kommt. Und wenn ein Pokémon kommt, ist es 1 zu 4000 Shiny. Und dafür gibt es halt auch krasse Taktiken, wie du das Beste, weil du musst halt perfekt kochen mit den perfektesten Zutaten, um das beste Curry zu machen und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Pokémon ins Camp kommen, wilde. Und umso mehr du siehst, desto eher kommst du natürlich an ein Shiny. Und es gibt viele verschiedene Pokémon, die ins Camp kommen können. Ich glaube, fast alle, die in der Wildnis erscheinen können, können in dein Camp kommen. Das heißt, du kannst dich mal wirklich kontrollieren, welches kommt. Es können alle kommen, die auf der Route sind, glaube ich. Aber es ist einfach cool, weil es ist halt dann, wenn du ein Shiny findest, ist es ein Curry-Shiny. Ein Shiny, das durch deinen Curry angelockt wurde. Sehr zeitintensiv, klar. Aber das ist wieder so eine Antwort, die ich parat habe, wenn jemand sagt, Leo, es ist so einfach zu Shiny hunten heutzutage. Shiny hunten ist doch einfach nur noch, es kommt sofort das Shiny. Und dann sage ich, du musst ja nicht die einfachen Shinies dir holen. Das ist ja das Schöne, es gibt immer noch schwer zu bekommende Shinies in jeder Generation. Willst du eine Herausforderung? Hol dir einen Dreier Famibs. Willst du eine Herausforderung? Hol dir einen Curry Shiny. Willst du eine Herausforderung? Hol dir ein riesiges Wailord in Gen 8. Sophie, du bist ein Geradax. Man kann mit dem Curry die Ritter der Redlichkeit resetten? Wie meinst du das? Warum solltest du? Ich glaube, du meinst, dass du, wenn du einen Ritter der Redlichkeit hast, kannst du an der Stelle, wo er aufploppt, ein Camp machen. Jedes Mal, wenn du das Camp wieder zumachst, dann kommt der Ritter aufs Neue und es ist ein neuer Ritter und dann kannst du sie so shiny resetten. Aber das ist kein Curry, das ist ein Camp. Das ist wie ein Tisch aufstellen in Gen 9. Nur das mit dem Tisch aufstellen ist um einiges nerviger, weil der Tisch an manchen Stellen nicht aufgeht und in Gen 8 machst du wenigstens, kannst du überall ein Camp machen. Das dauert nur ein bisschen länger. Ja, und aber ich was Drarot sagt, du kannst überall mit 1 zu 4000 Shiny handen, klar. Aber ich verstehe, wenn man keine Lust hat, etwas zu Shiny handen, was einfacher zu Shiny handen ist. Aber wenn die Methode besonders ist, wie Curry oder Wailord oder Famibs, dann ist es fast egal, welches Pokémon es ist. Es ist halt die Methode, die es besonders macht. Aber ja, selbst, und wenn einem das nicht wichtig ist, dann kann man immer sagen, ey, dann lösch halt deinen Schillerpin, du Idiot, wenn du mehr Herausforderungen willst. Ja, Pokeriegel brauchst du, um die Schönheit von Barschow auf Maximum zu kriegen, damit es zu Milotic wird. Das hätte ich eigentlich machen sollen in Gen 3. Aber das Gen 3 Video ist schon lang genug gewesen, oder? Hätte ich noch erklären sollen, wie man Pokeriegel macht.
Ich meine, wenigstens hätte ich dann einmal in meinem Leben Pokeriegel gemacht. Aber wenn ich irgendwann mal vielleicht Ribbon Master mache, dann muss ich Epo-Geriegel machen. Denn dann muss ich den Schönheitswettbewerb in Gen 3 schaffen. Übrigens, also ich habe das ja hier gestreamt letzten Donnerstag. Wie ich meine Achtara perfekt gemacht habe in BDSP. Schönheit, Coolness, Stärke und so weiter. Ich habe dann mit dem Achtara noch in der Nacht den ganzen Wettbewerb durchgemacht. Und Manometer. In BDSP haben sie ja dann den Glanzwettbewerb dazu gemacht. Beziehungsweise nicht Glanz, sondern das heißt je nach Edition anders. Strahlender Wettbewerb oder leuchtender Wettbewerb, je nachdem. Und der, die letzten zwei Stufen davon, Hardcore. Und zwar nur, weil davor kann man alle halt fast auf Maximum kriegen, wenn man einfach nur weiß, was man machen muss. Mein Achtara war ja eh perfekt, das war nicht das Problem. Die Attacke, die ich eingesetzt habe, war nicht perfekt. Da gab es noch eine bessere Attacke, aber die hätte Achtara nicht lernen können. Und deswegen, das war immer, die Attacke war nicht ganz 100%, sondern nur so 80%, aber Style war halt bei mir immer voll, weil ich meinen Pokéball immer beklebt habe mit dem Thema. Also wenn du süß den Putzigkeitswettbewerb machst, dann packst du putzige Sticker auf deinen Ball. Und dann haben sie eben jetzt in BDSP diese neue Unterkategorie eingeführt, leuchtend oder strahlend, wo das kann man nicht beeinflussen. Also du kannst keine Sticker auf deinen Ball packen, der deinen Style-Wert höher macht. Das heißt, du wirst immer nicht über 50% an Style kriegen, weil dir diese Bälle fehlen. Und durch dieses Handicap ist es tatsächlich schwierig, Erster zu werden in diesem Kurs, weil ständig irgendeine Jasmin mit ihrem Stalos ein bisschen schöner ist, ein bisschen mehr Style hat als man selber. Ich glaube, ich musste 10-mal die schwerste Stufe neu starten, bis ich zufällig halt irgendwann mal Glück hatte, dass ich erstens diese Melodie perfekt geklickt habe, die echt schwer ist, weil das Lied im Hintergrund läuft, aber die Tasten passen gar nicht zum Lied. Das ist vollkommen übertrieben schwer. Das ist einfach wie Guitar Hero. Und da habe ich einmal eine Runde dann gehabt, wo ich das alles richtig gemacht habe. Aber selbst dann muss man nicht gewinnen. Aber dann hatte ich Glück, dass halt kein Gegner einfach besser war als ich. Und dann hatte ich's. Aber das war gar nicht so leicht, trotz perfektem Achtara. Ich dachte, wenn man ein perfektes Pokémon hat, dann rennt man da durch. Aber nope. Aber das ging auch. Jetzt muss ich nur noch, dann habe ich Blitzer noch perfekt gemacht. Jetzt muss ich nur noch 8 andere Pokémon perfekt machen, wenn die Bärenbäume endlich mal gewachsen sind. Du hast gerade im 5. Kurios Eye Shiny Pichu bekommen. Wolltest du Pichu? Wolltest du nur irgendeins? Oder wolltest du Pichu? Weil ich habe das damals gemacht und ich wollte einen Cossilla. Und ich habe einen Fluffeluff gekriegt, aber ist auch okay. Was für ein Master willst du machen? Ribbon Master. Oder meinst du, welcher Master sein soll? Entei. Also dieses Entei, was ich hier fange, das will ich dann zu einem Ribbon Master machen. Das heißt, ich werde versuchen, jedes Ribbon, das Entei tragen kann, ihm zu geben. Und man muss dafür, also das Früheste, das man anfangen kann mit Ribbon, ist hier in Kolosseum. Weil jedes Pokémon, das ein Krypto-Pokémon ist, bekommt ein eigenes Ribbon, dass es mal ein Krypto-Pokémon war. Bender, ja, Ribbon. Bendermeister klingt nicht so geil wie Ribbon Master. Also behältst du das Shiny Pichu? Ja, aber ist doch geil, Shiny Pichu. Wobei ich muss sagen, das ist das langweiligste von allen, oder?
Fluffeluff hat wenigstens in Gen 2 noch grüne Augen. Die verliert es komplett. Ich weiß nicht ab wann, wahrscheinlich Gen 3. Fluffeluff in Gen 2 hat grüne Augen. Und inzwischen ist es einfach nur ein leicht anderes Pink. Frechheit. Alle Babys sind eine Frechheit. Deswegen wollte ich Cossilla, weil das, am besondersten für dich aussieht. Was bedeutet Krypto genau? Krypto ist etwas, was hier in Pokémon Kolosseum eingeführt wurde damals. Auch in der Fortsetzung Pokémon XD gibt es immer noch Krypto-Pokémon und inzwischen heutzutage gibt es Krypto-Pokémon in Pokémon Go. Und Krypto ist einfach nur das böse Team, also in dem Fall. Moment mal, wer ist überhaupt das böse Team in diesem Spiel? Es gibt kein böses Team, es gibt einfach nur böse. Egal, die Bösen quasi haben dieses Pokémon böse gemacht. Team Krall? Nein, nein. Team Krall? Ich bin Team Krall quasi. Aerabouts ist auch cool, das stimmt. Krypto-Pokémon wurde quasi das Herz genommen. Wie definieren die das hier? Du gibst ihnen das Herz zurück oder so? Krypto-Pokémon sind einfach böse. Die benutzen irgendeine Technologie, um die Pokémon so böse zu machen. Und wir können die fangen und dann, umso mehr man mit denen kämpft, desto mehr treibt man ihnen dieses Krypto raus und sie werden wieder gut oder normal. Und in diesem Kampf ist das Krypto-Pokémon Entei. Deswegen fangen wir es. Und wenn wir es dann haben in Shiny, werden wir es erlösen. Und dann wird es das Ribbon haben. Das Ribbon sagt noch nicht mal, dass es erlöst wurde. Das Ribbon sagt einfach nur, dieses Pokémon hat eine besondere Challenge überstanden oder sowas. Total was total Langweiliges. Stimmt, Mewtwo macht es im ersten Film, dass es quasi Klone erstellt von Pokémon und die Klone sind dann böse. Aber das sind Klone. Hier sind es keine Klone, sondern einfach, die machen sie irgendwie böse. Ich habe vergessen, wie. Wahrscheinlich mit irgendeiner Maschine. Ich glaube, im Spiel hier sieht man auch die Maschine, mit denen sie es machen. Ich finde komisch, dass der Shiny und Non-Shiny Sprite von Suicune von Gen 2 zu Gen 3 einfach geswitcht wurde. Weil es geändert wurde? Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele von Pokémon, die inzwischen anderes Shiny haben. Die komplette Flamely-Reihe. Smogon. Sterndu. Fluffeluff. Suicune. Das meiste hängt, glaube ich, einfach damit zusammen, dass in Gen 1 und Gen 2 noch nicht so viele Farben zur Verfügung standen. Und dann haben sie halt irgendwie Skorgla, großes Beispiel. Sneeble, auch großes Beispiel. Sneeble und Skorgla haben dauernd Shinies hin und her geswitcht. Und irgendwann haben sie sich jetzt geeinigt, dass es wirklich blau ist. Shiny aus Gen 2 ist nice. Kurios-Eye-Shiny ist vor allem nice. Ein Full-Odd-Shiny in Gen 2, das wäre noch krasser. So wie mein Ho-Oh. Wahrscheinlich der Gen 2 hatte halt noch sehr viele technische Limitierungen, wie Farben dargestellt wurden. Was war das? 16-Bit? Oder schon 32-Bit? Weiß nicht. Nee, 16. Und dann haben sie halt irgendwann gesagt, komm, wir können nicht jedes Pokémon lila und grün haben. Lass mal ein bisschen was verändern. Sterndu und Smogmon zum Beispiel. Das Kurios-Eye ist nicht voll odds. Nee, das Kurios-Eye ist 1 zu 7, glaube ich. Allgemein 1 zu 7, wenn du was Bestimmtes willst, ist es halt immer anders, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Pokémon ausschlüpft, ist bei jedem Pokémon anders.
Wenn man Odd Egg oder Kurios Ei, ich glaube, Odd Egg. Pokewiki hat, glaube ich, nicht so viele Infos zu, aber Bulbapedia hat bei Odd Egg viele Infos, welches Shiny zu wie viel Prozent ausschlüpfen kann. Aber es ist alles zwischen 7 und 9 Prozent. Also es ist ein Witz. Aber was kein Witz ist, ein Ei auszubrüten in Gen 2, weil du musst locker 15 Minuten hin und her radeln, dass überhaupt ein Ei gemacht wird und dann nochmal 15 Minuten dieses Ei ausbrüten. Das heißt, ein Reset dauert ewig, aber du bist halt auch bei einer, naja, 10% Chance, dass einfach ein Shiny ausschlüpft. Pokewiki hat auch die Infos. Hallo Teasy. Ich bin über dein DNS-Glitch-Video, das mit den Events hierher gekommen. Hallo Klausi, danke fürs Anschauen. Ich hoffe, du schaust noch ein paar mehr andere Videos an, denn ich habe mehr Videos als nur ein Cheat-Video erklärt. Was für ein Shiny soll ich hunten? Dreier Vermiebs in Gen 9. Wenn du das nicht hunten willst, dann Dreier Dummi-Miesel in Gen 9. Wenn du das nicht hunten willst, Manaphy in Gen 4. Wenn du das nicht hunten willst, Jirachi in Gen 3. Ich habe noch ein paar mehr für dich, aber es ist schon mal eine Auswahl. Du hast in Silber per Zufall ein Shiny Webarak gefunden. Shiny Webarak ist so ein schönes Shiny. Ob das damals auch schon so aussah? Ich glaube schon. Grob. Barsch war in Gen 9 ohne Pin. Und ohne Rezept. Das mit Pin ist noch nicht mal so schlimm. Das Problem ist ohne Rezept. Wenn du es ohne Rezept machst, dann ist da unten ein einziges. Der Pin ist nicht mal das Problem. Das, wenn du ein Rezept anmachst, dann ist es einfach. Ich hunte gerade Shiny Zengo im Outbreak. Nice. Kurios-Ei, 14% auf irgendein Shiny. Ach, doch so hoch. Viel zu hoch. Echt, aber Potrot in Blau sieht doch voll cool aus. Ich wusste gar nicht, dass es mal lila war. Danke, Klausi. Mein neuestes Deoxys-Video ist auch sehr gut. Da gibt es auch sehr viele Infos, die man vielleicht nicht wusste. Vollregel in Gen 9 ist auch eine Hand. Ja. Kanimani ist auch gemein. Ich habe so lange Kanimani-Ausbrüche resettet. Aber wenn einer da ist, ist es natürlich einfach. Aber dass ein Kanimani-Ausbruch kommt, wo auch wirklich Kanimanis sind. Ah ja, V-Riegel ist, glaube ich, das Schwerste. Fehlt noch eins aus Gen 1, aber weiß noch nicht, was und wann. Wahrscheinlich werde ich einen Vogel oder Mewtwo resetten. Mach doch mal was Cooles. Ich glaube, war das nicht Carmine, der auf dem Discord immer wieder zeigt, dass er ein neues Gen 1 Shiny gefunden hat? Den habe ich voll angefixt mit den Gen 1 Shinies. Carmine Vortex, glaube ich. War da eins dabei? Ich glaube, wenn ich ein Shiny Entei resette, dann schmeiße ich alle Gamecubes weg. Ich würde in Gen 1, also ich finde Arctos ist immer noch die coolste Wahl, neben Mewtwo. Aber was halt auch, finde ich, verdammt cool wäre, wenn es um die Besonderheit geht, wäre eins von den Tauschmons. Weil die sind auch Level 30. Das heißt, nicht so weit entfernt von Level 50. Und also man kann sich ziemlich sicher sein, dass es Shiny ist, ohne es groß zu überprüfen. Aber dann, um wirklich sicher zu gehen, überprüft man es halt. Aber es ist nicht so, dass du bei jedem Reset es auf Level 50 bringen musst. Aber so ein Porenta. Porenta hat jetzt nicht das besonderste Shiny, aber also optisch, aber hat Arctos und Zapdos auch nicht. Aber
Das fände ich noch cool. Ein Porenta oder ein Rosana oder ein Pantimos oder ein Schlurp. Das war's, oder? Die vier. Die dann so einen Spitznamen haben und dann rübergetauscht wurden. Die können nämlich auch shiny sein. Du schaust halt jedes Mal den Tauschprozess an. Deswegen der Reset ist, glaube ich, noch mal länger als von Arktos. Ich weiß nicht, es dauert lang, bis man Arktos dann fängt. Mit Meisterball. Porenta klickt man an und dann... Wobei, nee, stimmt ja gar nicht. Die Taktik ist ja da. Ist ja sogar, dass du das Pokémon, das du anbietest, genau das gleiche Level wird dann das Porenta haben. Das heißt, wenn du ein Level 50 Pokémon dem gibst, ich glaube, bei Porenta ist es ein Mankey oder sowas. Ein Level 50 Mankey und dann kriegst du ein Level 50 Porenta. Das heißt, du siehst auf einen Schlag, ob es Shiny ist oder nicht. Rosana, ja, Rosana, Schlurp, Porenta und... Angela? Der Barack war ein Kristall. Dann ist es ja ganz anders. Das ist ja viel zu einfach, ein Kristall. Bevor du sie wegschmeißt, kaufe ich sie dir ab. Nein, wir müssen das Entei bestrafen, indem wir sie wegschmeißen. Habe an meinem Umzug meinen alten DS und meine Pokémon Pearl wiedergefunden, habe es gestartet und es fehlten nur noch 40 Pokémon, um den Nationaldex voll zu machen. Ich dachte, ach komm, das wolltest du als Kind immer schaffen. Jetzt fehlen nur noch zwei und ich habe es geschafft. Nice! Pokémon Pearl. Ich habe... das Wochenende jetzt noch die restlichen drei Pokémon mir geholt, die den Megastein tragen können. Latios und Latios aus Schwarz und Weiß 2 geholt. Das war einfach. Ich habe Hyperbälle benutzt. Aber ist cool, man geht einfach deine Traumbrache, geht man dem so hinterher und dann Hyperball draufschmeißen. Ich glaube, weil ich brauchte auch noch Metagross. Ich habe einen Metang gefunden und ich glaube, Metang hat mehr Hyperbälle gebraucht als Latios und Latias zusammen. Obwohl die Fangchance die gleiche ist, glaube ich. Und dann eben Metang, Latios, Latios, übertragen auf Oras. Und einfach den Stein gegeben. Und jetzt habe ich alle Pokémon, die einen Megastein tragen können, in Oras, in zwei Boxen. Genau genommen fehlen drei Pokémon. Groudon, Kyogre und Rayquaza. Rayquaza braucht keinen Megastein tragen. Was ich total Quatsch finde. Viel zu OP. Deswegen habe ich das nicht, weil es sowieso immer mega ist. Und Groudon und Kyogre habe ich halt in dem Spielstand nicht. Und wäre jetzt auch ziemlich schwierig, mir zu holen irgendwie. Und ich weiß, per Definition sind Groudon und Kyogre, glaube ich, keine Mega-Pokémon, sondern Proto-Pokémon. Proto-Grau. Ich weiß nicht, zählt es, aber es zählt halt trotzdem eigentlich als Mega. Aber ich zähle sie nicht, weil der Stein heißt auch nicht Neat, sondern es ist ja irgendwie der blaue Stein und der rote Stein. Blauer Kristall, roter Kristall. Deswegen, die beiden können mich mal. Es muss reichen. Alle Megas. Die Tauschmons ab Gen 2 können aber nicht mehr shiny werden, oder? Alles bis zu Gen 4 kann shiny sein. Es gibt keine shiny Locks von Gen 1 bis 4. Erst Gen 5 hat shiny Locks eingeführt. Deswegen, ich weiß nicht, was du meinst, aber doch. Alles kann shiny sein. Von Gen 1 bis Gen 4. Auch Tauschmons. Könnte man Lapras in Gen 1 auch resetten? Ja, aber das ist, glaube ich, Level 15. Bei Level 15 sind die Stats noch nicht sehr genau. Das heißt, du solltest dir um die 25, wenn nicht 35 Sonderbonbons mitnehmen. Und musst halt dann jedes Mal dieses Lapras auf Level 30 oder 50 bringen, um die Stats anzuschauen, ob es shiny ist. Weil Lapras ist nur Level 15 in Saffronia City-Dings da. Du bist gerade dabei, nochmal Smaragd durchzuspielen für Latias.
Beste Gen, Smaragd, bestes Spiel. Das war nur ein Spaß mit Kristall. Nein, nein, nein. Das ist genau das Gleiche. Mit den neuen Spielen habe ich nicht so viel am Hut. Ich kann dir trotzdem empfehlen, dass du, wenn du Bock hast, wenn du merkst, hey, das jetzt mit Gen 3 und Gen 4 hat mir viel Spaß gemacht, probier mal Gen 5 danach. Dann Gen 6 und Gen 7 und arbeite dich nach oben und erlebe, wie sich Pokémon über die letzten Jahrzehnte sich entwickelt hat. Weil jede Gen hat echt, jede Gen von Pokémon, wenn du Pokémon-Fan bist, hat jede Gen von Pokémon etwas, was verdammt geil gemacht ist. Und die Pokémon sind immer geil. Manaphy hat einen halben Shiny Lock. Okay, das ist Gen 4. Es ist auch mysteriös, aber ja, oh, ja, okay. Manaphy hat einen Shiny Lock, aber sie haben es nicht richtig gemacht, deswegen ist es nicht Shiny Locked. Aber ja. Hallo Cerberus. Heißt das, dass Onyx aus Viola City kann ich auch Shiny resetten? Alles bis Gen 4 inklusive kann Shiny sein. Ja. Jedes Pokémon, das du bekommen kannst, kann Shiny sein. Von Gen 1 bis 4. Wo sind wir denn? 4, 6, 4, 6. Ah, so eine schöne Zahl. Weg ist die Zahl. Nicht, dass ich es mir antun würde. Ich kann mich an gar keinen Onyx mehr erinnern. Hat das einen Metallmantel? Bestimmt nicht. Ich muss zugeben, trägt ein Ewigstein. Trägt es ein Ewigstein? Weil genau genommen muss es ja noch nicht mal ein Ewigstein tragen. Denn solange es keinen Metallmantel hat, kann es sich ja nicht mehr entwickeln. Aber Mindy kennst du noch, oder? Mindy Schmindy, nein. Sandy Mindy, Mindy Candy, Candy Mandy, Mandy. Nein, ich kenne keine Mindy. Da, ich habe mehrere Fragen. Weil Gen 2 ist bekannt dafür, dass jede Stadt so heißt wie ein Holz. Eben Holz. Haben die mit Viola City dann wirklich gemeint, Geigenholz? Das ist ein bisschen weit hergeholt, finde ich. Viola City ist nicht wirklich ein Holz. Geigenholz ist nicht ein Holz. Geigen können aus verschiedenem Holz sein. Ist umso besonderer sind die Geigen, je nachdem, wie krass das Holz ist. Aber ist das der Sinn dahinter oder checke ich irgendwas nicht? Gibt es irgendein Holz, das Viola heißt? Gibt es einen Baum, der Violen heißt? Die meinen doch Geigenholz, oder? Das ist so voll... Aber irgendwie ist es auch cool, dass es so weit hergeholt ist. Teak. Und Teak, was ist denn... Achso ja, Teakholz. Heißt das wirklich Teakholz? Antik? Nee, das ist was anderes. Würdest du meiner Tochter zum Geburtstag gratulieren, wenn ich sie dazu hole? Ja. Ich verstehe nicht, warum. Aber ja. Muss mir nur ihren Namen sagen oder irgendwie was ich sagen soll. Ich schaue dein Video schon länger und ich finde auch die Sachen über die Shinies interessant und du bist sympathisch und bin seitdem Deoxys Video jetzt bei deinem Twitch. No, come on. Dankeschön. Viola City. Ich habe mir nämlich die letzte Folge von Nestflo's Quiz angeschaut und da gab es Sachen, wo ich echt auch überrascht war, wie die im Quiz.
was Leute so ausgewählt haben, wie Mamfaxo zum Beispiel, da wäre ich nie drauf gekommen. Aber bei einer Sache habe ich so in den Bildschirm geschrien. Ich habe gesagt, Mimikma, ihr Idioten, Mimikma. Und also, ja, Mimikma ist es sicher nicht, Mimikma ist nicht gruselig. Hä? Habt ihr Mimikma mal in die Augen geguckt? Nicht nur sieht's gruselig aus, die Backstory von Mimikma ist auch so unfassbar gruselig. Ich wollte... Oh, was? Nein. Ich hätte auch noch Fatality gesagt. Weil Fatality ist ein verdammt gruseliges Tee-Pokémon, wenn man drüber nachdenkt. Weil es schmeckt nach Tee, damit Leute es trinken und die Leute sterben dann dadurch, dass sie Fatality trinken. Aber das ist wiederum Lore, die man nicht... Vor allem, es sieht nicht gruselig aus, aber Mimikma sieht so gruselig aus. Und es ist halt auch so gruselig, wenn man drüber nachdenkt. Das ist einfach eine Identität von Pikachu klaut, um gemocht zu werden. Aber ja, ich bin gespannt, was er für Fragen für uns hat. Und ich werde versuchen, mich in die Köpfe von Nestflos Zuschauer reinzuversetzen, um die richtigen Antworten zu geben. Und ich werde mich so ärgern, wenn Leute dumme Antworten gegeben haben. Es ist allgemein keine Fragen. Es ist so wie Familienduell. Also 100 Leute wurden gefragt. 100 Leute wurden gefragt, was das coolste Pokémon ist. Und dann müssen wir sagen, was die Antworten sind. Und das bei Mimikma war halt, was ist das gruseligste Geist-Pokémon? Und da, ich habe sofort gesagt, Mimikma. Also ich als Zuschauer. Ich war sofort so, Mimikma, Mimikma, Mann. Und Mimikma war dann, glaube ich, Platz 2. Und die haben alle im letzten Moment haben sie Mimikma gesagt. Aber sie wollten eigentlich nicht. Mimikma ist gruselig. Der französische Name von Viola City, Morville, entspricht dem englischen Namen von Malvenfroh. Ja, Malvenfroh. Gute Frage, was ist denn Malvenfroh für ein Holz? Kuto, ich warte auf deine Tochter. Schnell! Was soll ich sagen? Ich weiß immer nur, wenn... Also, Gen 1 Städte kenne ich... Kann ich alle aufzählen. Gen 2 weiß ich immer nur Ebenholz, Viola, Dukatia, Teak. Das war's. Und ich denke immer, dass die Stadt links Anemonia City heißt. Aber sie heißt nicht Anemonia City, das ist glaube ich Gen 3. Also die mit Jasmin heißt irgendwie anders. Aber sie... Oder vielleicht... Egal, keine Ahnung. Anemonia ist Gen 2... Und was ist Anemonia für ein Holz dann? Eine Anemone ist doch kein Holz, sondern eine Pflanze. Also das mit dem Holz, diese Leute sagen immer, ja, Gen 2 ist nach Holz benannt. Viola, weit hergeholt. Malvenfroh, come on. Anemonia, was? Das ist eine Blume. Aber gut, Bäume sind auch, na gut. Aber es ist kein Holz, es ist, naja. Schon, Anemonia, okay. Aber kann es sein, dass Anemonia dann die... Insel? Oder ist links die Stadt Anemonia? Alessa! Alessa, bist du da? Ist Alessa da? Happy Birthday, Alessa! Alles Gute zum 7. Geburtstag. Ich hoffe, dein Vater gibt dir, oder deine Eltern geben dir genug Pokémon-Spiele. Ich hoffe, du hast dir Pokémon zum 7. Geburtstag gewünscht. Wenn nicht, zum 8. Geburtstag muss sich Pokémon gewünscht werden. Vergiss niemals, wo deine Wurzeln liegen. Bei Pokémon. Happy Birthday. Und 500 Euro Taschengeld. Jeder Siebenjährige sollte 500 Euro Taschengeld kriegen. Anemonia ist die Insel, okay. Dann heißt die Jasmin-Insel oder Stadt... Ah, weiß ich nicht. Aber da war auch letztens eine gemeine Frage bei einem anderen Quiz von Hase mit Hut, wo ich mitgemacht habe.
Und da war es, zähle alle Städte von Gen 2 auf. Oder nicht alle, aber zähle so viele Städte, wie es geht. Stimmt, Oliviana City. Was ist Oliviana denn für ein Holz? Also, ich glaube langsam nicht mehr dran, dass jede Stadt nach einem Holz genannt ist. Shiny Zengo, herzlichen Glückwunsch. Und zwar, die Frage war, zähle so viele Städte, wie nur geht, aus Gen 2. Und ich war so, oh Mann. Okay. Ebenholz, Teak, Viola, Malvenfroh. Und da hat es schon aufgeholt. Ich bin immer Ebenholz, weil das ist die geilste Stadt, die auch am geilsten aussieht und so. Und und dann sind wir so, die Zeit läuft runter und wir alle sind so, ah Mann, keine Ahnung, mir fallen keine mehr ein. Und dann sagt Hase mir, tut so netterweise, ihr wisst schon, dass man in Gen 2 auch nach Kanto kann. Warum fallen euch keine mehr ein? So, oh! Und dann habe ich runtergeschrieben, so schnell es ging. Alabastia, Safronia, Prismania, Fuxania. Aber das war gemein. Ich habe mich auch sehr beschwert dann, dass das unfair ist. Aber ja, es ist offensichtlich, wenn man Gen 2 sagt, dann gibt es einige Städte, die man nennen kann. Und ich hätte alle. Aber dann war die Zeit nicht mehr da. Dann konnte ich nicht mehr genug aufschreiben. Aber da hört es bei mir auf. Gen 3 könnte ich, glaube ich, also wenn ihr mir Gen 3, 4, 5, 6 Städte nennt, Stratos City wird noch gehen in Gen 5, so die Hauptstädte könnte ich noch sagen, Illumina City und sowas. Wenn ihr mir sie nennt, würde ich sagen, ah ja, das ist eine Stadt. Aber mir würden keine aus dem Kopf einfallen. Gen 1 und Gen 2 sind die einzigen, weil ich die als Kind so viel gespielt habe, das hat sich einfach in meinem Kopf... Weil sie halt so einfach sind. Wobei, die Namen sind eigentlich immer einfach. Malvenfroh ist Gen 3. Von was hast du denn, dann vorhin gesagt? Hm? Malvenfroh. Achso, weil du gesagt hast, Malvenfroh, französischer Name von Viola, entspricht dem englischen Namen von Malvenfroh. Achso, deswegen dachte ich, wir reden immer noch von der gleichen Gen. Eben, Malvenfroh ist Gen 3, weil da war ich ja letztens, das ist ja die fette Stadt rechts oben. Eben, Malvenfroh ist gar nicht Gen 2. Die sagt danke, Pokémon-Spieler hat sie schon viele, hat heute Minecraft bekommen, sie war ganz überrascht, als du ihren Namen gesagt hast. Nice. Gerne. Was mit dem City im Namen? Lucatia City. Ja, weiß gar nicht. Warum die das so durchgezogen haben mit City immer. Anemonia City. Teak City. Teak City. Lucatia City. Teasy, du bist ein Schallquapp. Ja, ich werde mich auf jeden Fall anstrengen. Das Schöne ist, auf so ein Quiz, wo 100 Leute befragt wurden, braucht man sich nicht wirklich vorbereiten. Denn es kommt nicht drauf an, was zu wissen, sondern es kommt drauf an, die Antwort zu geben, die Normies geben würden. Oder die breite Masse geben würden. Zum Beispiel war beim letzten Quiz war auch die Frage, welches Pokémon würdet ihr gerne sein? Und da war eine sehr gute Antwort Ditto. Und ich weiß nicht mehr, ob Ditto überhaupt mit dabei war. Aber Ditto ist natürlich eigentlich die beste Antwort. Wobei ich vielleicht auch nicht unbedingt gerne ein Ditto wäre, weil Ditto hat bestimmt krasse Identitätskrisen. Ich wäre wahrscheinlich irgendwas, was fliegen kann. Glurak. Oder was, oder sowas wie Mewtwo, was glaube ich die Nummer 1 Antwort war, Mewtwo. Oder Mew, ja.
Aber da dachte ich halt so, ach, die Leute haben doch wegen Flo entweder Rihorn oder Watzapf gesagt. Weil das so sein Pokémon ist auf dem Kanal. Aber nee, haben sie nicht. So einfach so nur, weil es halt bei Flo, die Leute bei Flo im Chat das gemacht haben. Dass sie einfach für Flo Rihorn oder Watzapf sagen. Aber wer wäre schon gern Rihorn oder Watzapf? Da muss man sich halt so anpassen. Sind die Leute jetzt komisch drauf und geben deswegen eine Antwort oder sind sie wirklich ehrlich mit ihrer Antwort? Schalkwap, hast du gerade im Pokémon Go gefangen? Digiscalp. Schon wieder sagen, Sakura mit ihren 95 Streams hintereinander. Ich glaube, nur Angel ist da noch höher. Angel hat über 120. Ich würde mal sagen, Sakura ist Platz 2 mit 95. Wenn ihr mehr als 120 oder 95 habt, dann gebt jetzt Bescheid. Wir machen jetzt eine inoffizielle Rangliste, die keine Preise gibt. Bin über 160. 160, meine ich. Alter, 160. Das ist bald, ist es ein Jahr? Wenn man sagt, es ist nicht ein Jahr, aber wenn wir durch 4 teilen, haben wir die Wochen. Ungefähr. Und dann war ich noch ein paar Wochen krank und sowas, 160 was, hintereinander angeschaute Streams. Also sie hat seit 160 Streams keinen Stream verpasst. Angel. Ja, Happens, hätte Fahrradkette. Du hast keine 175. Weil du einfach schlafen gegangen bist. Keinen Bock mehr, die Streak aufzubauen. Verstehe ich. Wenn die einmal abbricht. Das ist wie mit Radarhunting in Gen 4. Wenn die einmal abbricht, habe ich auch keinen Bock mehr. Bin neu hier, aber 160 ist krass. 160 ist extrem krass. Diese scheiß Fliege. Ich mache das Fenster auf. Hinaus. 160 durch 4. Kaum peinlich. Vergesst nicht. Später mal habt ihr keinen Taschenrechner mit dabei. 160, 4 Streams die Woche, sind 40 Wochen. Sagen wir, wir haben ein paar wegen Krankheit und sowas. Also es ist bald ein Jahr, dass du hier jeden Stream zugeguckt hast, Angel. Oh, ich habe jetzt, wo ich das Fenster aufmache, damit diese fette Fliege endlich rausfliegt, kommen draußen die Kinder. Ich sage euch, ich werde einiges an dieser Wohnung hier vermissen. Diese Kinder da unten definitiv nicht. Happy Birthday nochmal. Aber ich bin mir sicher, deine Tochter ist nicht so nervig wie diese Rotzbraten da draußen. Immer besonders lautes Fenster schließen, damit sie es ja verstehen, was sie nicht tun. Ich hab den Router zugeschickt bekommen und ich glaube, das war keine... Oh, ich habe den besiegt? Was? Ich habe nicht geguckt, ich habe nicht aufgepasst. Eigentlich habe ich erst ab dem 1.8. den neuen Internetvertrag. Und ab dann habe ich gesagt, teste ich das und habe 2 Wochen Zeit, Einspruch zu erheben. Weil ich habe ja, für die, die es nicht mitgekriegt haben, an dem neuen Ort, wo ich hinziehe,
gibt es kein Internet. Es gibt einfach keins. Ich hab, was? Ich hab Entei gekillt? Oh, shit. Das passiert, ne? Das passiert. An der neuen, in der neuen Wohnung erwarten mich keine Kinder, denn da sind Kinder verboten. Da sind nicht Kinder verboten, aber da gibt's keine Kinder. Keine Angst. Das, wo wir hinziehen, ist quasi so ein Ort wie in Hotels, wo dann ein fettes Schild steht und drauf steht, keine Kinder ab diesem... Oder ein Hotel wo oder ein Restaurant, wo keine Kinder erlaubt sind, so sowas. Internet ist für uns alle Neuland. Für euch, für mich nicht. Auf jeden Fall gibt es da kein wirkliches Internet, weswegen ich jetzt 5G-Internet dort nehme. Und die haben mir den Router schon zugeschickt, wo eine SIM-Karte schon drinsteckt. Und ich bin mir so, okay, ist das jetzt schon meine oder so? Eigentlich erst ab 1. August? Keine Ahnung. Ich habe nochmal geschrieben, der hat gesagt, nee, erst ab 1. August. Kein Stress, du musst nicht jetzt schon alles lostesten oder so. Aber ich habe jetzt das Ding schon mal in die Wohnung mitgenommen und da mal aufgestellt. Und hier war es ziemlich geil. Hier, wo ich jetzt gerade sitze, unterm Tisch positioniert, habe ich locker 10 up und 200 down oder sowas. Und das war unterm Tisch. Es war noch nicht mal irgendwo schön positioniert, wo 5G besonders gut ist. Und jetzt dort habe ich es einfach mal auf den Tisch dort gestellt und hatte einfach 25 up. Was so viel ist, wie ich jetzt hier kriege mit LAN. D-LAN, nee, nicht den D-LAN, aber halt LAN. 25 ab, vollkommen ausreichend, perfekt für Stream. Aber 20 down. Ich so denke, wie ist das möglich? Wie kann ich an einer Stelle diesen Router aufgestellt haben, wo ich mehr Upload bekomme als Download? Warum, wie funktioniert das technisch? Kommen dann nur die Strahlen an, die die Daten nehmen? Wahrscheinlich ist quasi, aber wie? Wahrscheinlich sind die Wellen anders als die Download-Wellen. Und ich habe eher eine bessere Verbindung zum Turm als der Turm zu mir. Ach, keine Ahnung. Wie kann denn, wann habt ihr das jemals erlebt, dass der Upload höher ist als der Download? Also keine Ahnung. Ist ein bisschen seltsam. Ich habe ein bisschen Angst, dass das dort nicht funktioniert. Vor allem dort auf dem Handy habe ich nur 4G. Auch wenn 5G dort definitiv gehen sollte. Also ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Und ich werde mit dem telefonieren und er wird mir genau sagen, in welche Himmelsrichtung ich das ausrichten soll und so weiter. Und dann werden sie die Türme switchen und mir genau sagen, wie ich das hinstellen muss für 5G. Perfekt. Weil 30 Download ist natürlich nicht akzeptabel. Aber 25 Upload ist definitiv akzeptabel. Die Frage ist nur die Stabilität. Mir bringen 25 nix, wenn das nicht stabil ist. Also Leute, ich kann nichts versprechen, außer dass es interessant wird und dieser Stream eventuell die nächsten Wochen einfach die ganze Zeit abbricht. Hallo Darklink, dankeschön. Du hast mein Deoxys-Video vor 5 Stunden gesehen. Nice, das ist sehr ein genaues Zeitfenster, ja. Also um 2. Um 14 Uhr hast du es gesehen. 1, 2, 3, 4. Würde in Deutschland nicht funktionieren, dass Kinder verboten sind, da würde das Hotel brennen. Es ist, sie sind nicht verboten, aber so wie das aussieht, erstens ist unsere Wohnung sehr in einem Eck. Also wir teilen nur eine Wand mit jemand anderem, da wo keine Zimmer von uns sind, sondern nur der Gang. Quasi der Gang führt an einer anderen Wohnung, also Wand. Und dann alle unsere Zimmer sind raus zum Fenster, raus aus dem ganzen Komplex. Und da können auch keine Kinder spielen oder sowas. Also das wird da nicht so sein. Da wird andere Sachen werden da sein, die nerven. Wie zum Beispiel, dass der Flughafen nicht so weit weg ist, sodass ich die Flugzeuge hören werde und so weiter. Oder Züge oder so. Oder dass Wind sehr laut sein wird, weil wir am Meer leben und der Wind extra stark ist. Wir waren am Samstag da und sind
Erstmal war ich so pisst kurz. Weil, ne, du wirst immer von so Maklern, du wirst so butterweich geredet, so, ja, und dann da ist mehr Zugang und hier ist das perfekteste Internet. Schau mal, so lügen einfach. Man kann niemandem vertrauen, vor allem nicht Maklern, ey, die lügen alles einfach zurecht. Weil, selbst wenn sie nicht die Wahrheit sagen, es gibt kaum eine Konsequenz für die. Auf jeden Fall, als wir die damals angeschaut haben, die Wohnung, als wir rausgegangen sind wieder zu unseren Autos, hat er zu so einem Eingang gezeigt oder zu so einer Stelle gezeigt und gesagt, und da ist der Ausgang zum Meer. Da haben wir gesagt, nice, direkter, privater, nicht privat, aber halt der ganze Komplex hat einen direkten Ausgang, Eingang zum Strand, also wirklich Strand, Meer, sofort. Also nice. Und dann haben wir jetzt, am Samstag sind wir da mal lang gegangen, um diesen Ausgang oder Eingang zu suchen zum Meer. Und es war keiner da. Und ich habe so angefangen zu fluchen. Dieser Kackmakler lügt wie gedruckt einfach, nur um dieses Ding hier zu vermieten. Du kannst doch nicht einfach auf eine Stelle hinzeigen und sagen, dass da ein Eingang ist und dann ist da nichts. 100 Meter weiter war er dann da, aber an der Stelle, wo er hingezeigt hat, war kein Eingang, der Bastard. Also der hat sich null ausgekannt auf diesem... Was? Warum will ich... Oh Gott, ich mache alles falsch. Es war da ein bisschen mehr versteckt, der Eingang, aber es ist auf jeden Fall ein Zugang zum Meer da. Er ist noch nicht direkt da, wo er gesagt hat, sondern ein bisschen versteckter. Aber das ist auch geil da, weil und dann sind wir halt vom Strand aus am Meer entlang, am Strand entlang zum Zentrum der Stadt gelaufen. Und das Problem ist, wenn da Flut ist, dann geht es nicht, weil da Wasser im Weg ist. Wenn aber Ebbe ist, dann geht es. Und als wir es gemacht haben, war so halbe gerade. Das heißt, ein paar Stellen konnte man einfach trocken per Fuß begehen. Und ein paar Stellen war dann so, wir müssen jetzt über die krassesten Felsen kraxeln mit unseren Schuhen, die null Profil haben. Leute, wir hätten fast unser Genick gebrochen, ne? Dann wäre es wär's gewesen. Es wäre es fast gewesen. Aber wir sind ja Akrobatiker, wir haben das geschafft. Ah, das machen wir nicht nochmal. Der Zugang ist schön und gut zum Meer. Nice zum Spazieren am Meer. Aber wenn da Flut ist, dann ist da nix. Dann ist da Wasser. Ich liebe das Meer. Das Meer ist großartig. Es ist so krass, dass... Ich weiß nicht... Wenn ich jetzt schätzen würde, würde ich schon sagen, dass mindestens 50% der Menschheit noch nie das Meer gesehen hat. Was schon krass ist, wenn man das sich überlegt. Für jemanden, der am Meer wohnt und das fast schon normal ist. Oder Leute, die oft in Urlaub fahren und sowas und auch einfach mehr sehen, so schon so schön und so, aber es ist nichts Besonderes. Ich werde nie vergessen, als wir mal auf Chorfahrt waren. Nee, es war nicht Chorfahrt, es war irgendeine Schulfahrt. Da waren wir in, ich glaube, Tschechien. Ist Tschechien am Meer? Nee. Wo waren wir? Slowakei? Nee. Slowenien, doch, ja. Slowenien ist am Meer. Wir waren in Slowenien. Und einer von uns, wo die Familie wirklich ein bisschen nicht so wohlhabend ist, der hat wirklich zum ersten Mal das Meer gesehen. Das war faszinierend. Er stand einfach ewig lang am Meer und hat einfach ins Nichts geblickt und hat wirklich so die ganze Zeit gesagt, wie krass das aussieht und wie abnormal das ist und er noch nie das Meer gesehen hat. Also war schon krass. Aber wenn man sich überlegt, es gibt wahrscheinlich so viele Menschen auf der Welt, die so im Landesinneren leben und natürlich nicht reisen können, wollen oder was auch immer, dass sie noch nie das Meer gesehen haben. Eins, zwei, drei, vier. Das war sein Ehrenjäger-Moment, genau wie er da steht. Oh. Da mein Vater Italiener war, sind wir schon als Kinder nach Italien in den Urlaub gefahren. Ja, ich auch. Italien. Ohne Ende.
Ist doch das gleiche wie eine Werbung von einem Influencer. Lügen, 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 ja? Bim, bim, bim. NPC, lass mich durch. Einfach am Meer sitzen und die Wellen lauschen und die Sorgen einfach mal vergessen. Nee, Moment, Daisuke ist es. Daisuke, du bist das doch. Der so viele Gen 1 Shinies gejagt hat. Hast du auch mal die Gift-Pokémon versucht, so Porenta, Rosana und so? Meer ist schön. Meer ist... Ich finde Meer jetzt nicht... Also, Meer ist schön, wenn man es so sieht. Aber Meer ist halt oft auch einfach Strand vollgepackt mit Menschen, die Müll hinterlassen. Und oft ist für mich Strand einfach so... Es ist so unbequem. Du liegst so in der Sonne, du hast null Schutz vor Sonne und dann ist alles voller Sand und du weißt nicht, wie du dich jetzt hinlegen sollst. Dann ist da das Wasser und dann sind es Felsen und nicht Sand und dann ist es alles so... Wie Anakin schon sagte, I hate the sand, it gets everywhere. Nee, aber so am Strand, wenn er nicht vollgepackt ist mit Menschen oder sowas, am Strand entlang spazieren, finde ich geil. Aber ich muss zum Beispiel auch nicht ins Wasser. Es ist einfach geil, so ins Nichts zu sehen. Kennst du keinen Sonnenschirm? Ja, aber was bin ich denn? Bin ich jetzt Familienvater, der so ein Kühler mitbringt mit Softdrinks und dann so ein Schirm und so einen kleinen Sonnenliegedings da? Was bin ich denn? Nein. Ich gehe so, wie ich bin, ans Meer. Ich plane doch kein Nachmittag. Ich lebe am Meer. Kühler kann man immer dabei haben für Bier oder andere Getränke für sich selbst. Ja, das ist alles viel zu aufwendig. Und dann liegst du da mit 10.000 anderen Menschen. Nee. Ich find's cool, wenn es so leer ist und so das Nichts. Ich find's einfach krass, dass man dieses Meer so sieht. Einfach nichts zu sehen. Du siehst ja wirklich einfach nichts. Wasser, aber halt nichts. Und dann gibt's Leute, die sagen, dass die Erde flach ist. Und du siehst halt, du siehst es nicht wirklich, aber du spürst es, wie riesig die Erde ist und wie sie da hinten einfach runtergeht oder da an den Seiten runtergeht und sowas. Oh Gott. Nix funktioniert gerade. Wer will denn an überfüllten Strand gehen? Es reicht doch, ins regionale Freibad oder so zu einem Badesee zu gehen, um überfüllte Beckenstrände zu sehen. Ja. Auf Mallorca wollen die Einheimischen keinen Massentourismus mehr? Ach, das würde ich auch nicht wollen. Vor allem die ganzen Deutschen, die sich aufführen. Dumme Fliege! Ich zerfick sie gleich. Hallo, Suifei. 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 Hallo. 3 Jahre. Vor 3 Jahren hast du mir schon zugeguckt. Verrückt. Und es hat sich nichts geändert. Ich sitze immer noch da und laber Quatsch. Der krasseste Strand, den ich gesehen habe, war in Südchina auf einer Insel. Ich glaube, es heißt, die Insel heißt Sanya. Das ist so das Mallorca von China eben.
Nur dass das Geile ist, in der chinesischen Kultur, die wollen nicht braun werden, weil braun sind nur Arbeiter, weil die in der Sonne arbeiten. Das heißt, braun sein in China ist nicht hübsch, so wie bei uns, ne? Wenn du hier braun bist, das ist schön so. Umso weißer du bist, desto hübscher ist das in China. Oder auch in vielen anderen Ländern wie Indien und Japan und sowas. Das heißt, du kommst an diesen Strand, der komplett überfüllt ist mit chinesischen Touristen, anderen Touristen. Und jeder ist einfach komplett angezogen. Nicht nur haben die einen Sonnenschirm alle in der Hand, wodurch sie, also das siehst du sowieso überall, Leute mit Sonnenschirm rumlaufen, um ja keine Sonne abzukriegen. Was ja auch für die Haut gesünder ist natürlich, klar. Aber die sind dann auch noch komplett Mütze und die extrem krassen haben eine Sonnenbrille auf und sogar dann so ein, fast wie so ein Safari-Hut, wo so Sachen runterhängen, die du noch über komplett übers Gesicht machen kannst. Ein paar haben sogar Handschuhe an und alle haben aber wirklich so Longsleeve bis zu den Händen und manche eben dann noch Handschuhe, dass die Hände auch nicht braun werden können. Und dann liegen die da am Strand in der krassesten Sonne und chillen und der ganze Strand war so krass überfüllt, sodass du wirklich keinen Meter ohne einen Menschen hattest, aber alle bis auf letzte Pixel im Gesicht angezogen. Und Rosa und ich so T-Shirt, kurze Hose und sie im Kleid, komplett rausgestochen, wie wir da rumgelaufen sind, aber wir sind sehr schnell wieder gegangen, weil dieser Strand sowas von überfüllt und hässlich war. So stelle ich mir Mallorca auch vor, nur dass alle nackt sind und besoffen. Badum-bum. Du. Quatsch kannst du das nicht nennen? Doch, da ich das ja selber mache, kann ich doch das, was ich mache, Quatsch nennen. Ich sage ja nicht, dass du sagst, dass es Quatsch ist. Ich sage von mir selber, dass ich Quatsch mache und Quatsch rede. Andere Frauen müssen so rumlaufen, das ist auch noch ein Thema, selbstverständlich. Aber das ist in China eher weniger. Aber na klar, das ist auch ein großes Thema. Ah, die geht auch am Strand. Die lassen sich davon auch nicht aufhalten. Aber unsere wohlbekannten Urlaubsinfluencer, die die Realität von bestimmten Urlaubsorten so dermaßen verzerren, dass du gar nichts mehr glauben darfst. Ja, kack Instagram. Es gibt echt so Leute, ich habe auch so Bekannte, den ich auf Instagram folge, und du hast das Gefühl, dass die 24/7, 365 Tage im Jahr im Urlaub sind. Natürlich nicht nur Instagram. Dass sie die ganze Zeit im Urlaub sind. Weil die halt in einem Urlaub fahren und in diesem Urlaub 10.000 Bilder machen. Diese 10.000 Bilder dann im Laufe des Jahres wöchentlich, täglich rausbringen und du hast das Gefühl, ey, du bist doch die ganze Zeit im Urlaub. Dabei sind sie nicht die ganze Zeit im Urlaub. Sie haben nur immer ein Bild parat, wo sie mal an einer geilen Stelle saßen und das Bild tot bearbeitet haben. Das sieht so wunderschön aus. Deswegen, für mich ist Instagram nur noch eine News-Seite, wo ich den ganzen News-Seiten folge und dann scrolle ich da durch, um aktuell die Dinge in der Welt vorgelegt zu bekommen, anstatt... Hey, ich war auf Bali und hier ist ein Bild, wie ich am Strand sitze. Okay. Fliege. Hallo Fabian. Wie immer fliegen sich die Beine reiben, als ob sie irgendwas vorhätten. So, ich krieg die jetzt. Mach dabei meinen Bildschirm kaputt. Ah! Ich habe sie nicht gekriegt. Sie hat mich angesprungen. Sie können fliegen springen. Ich meine, sie haben Beine. Alles, was Beine hat, kann springen, oder? Nicht besonders hoch. Elefanten können auch springen. Nee, ich glaube, Elefanten können nicht springen.
Aber nicht, weil sie keine Beine haben, sondern weil sie zu schwer sind, glaube ich. Ich muss mal neu ein- und ausstecken. Wie findest du eigentlich die Leute, die in Urlaub früh aufstehen, damit sie die Liege besetzen können? Lass mich doch meine Liege besetzen. Warum lässt du nicht meine Liege? Warum lässt du mich nicht meine Liege besetzen? Nein, ich habe das mit dem Liegebesetzen seit Jahrzehnten nicht mehr erlebt, weil wir nicht mehr in Hotels gehen. Früher, als ich jung war und quasi mit Familienurlaub immer bin, meine Familie hat immer nur Urlaub gemacht in einem Hotel. Quasi, man ist irgendwo hingereist nach Ägypten oder sowas, um dort eine Woche im Hotel zu verbringen, um die Sonne zu genießen. Und das war's. So, du bist wirklich in diesem Hotel, isst, kriegst Entertainment, Hotelzimmer, tolles Essen und die Sonne und das Meer vielleicht noch am Strand, am Hotel. Und da, mein Gott, weiß ich nicht mehr. Da erlebst du es natürlich, dass du irgendwo nur Handtücher rumliegen siehst und... Aber hey, ich fand es nie schlimm. Und inzwischen, wenn wir Urlaub machen, dann ist es halt so ein Reiseurlaub. Das heißt, wir haben nur ein Airbnb, um in der Nacht zu schlafen und dann geht's direkt weiter mit dem Auto zur nächsten Stadt oder zur nächsten Sehenswürdigkeit und wir machen keinen Urlaub, um uns zu erholen, sondern wir machen Urlaub, um die Welt anzuschauen. Und da hast du das nicht mit Handtüchern oder irgendwas. Roadtrip? Ja klar, es ist, kann auch ein Roadtrip sein, aber manchmal ist es halt ein Zu-Fuß-Trip oder ein Bus-Trip oder keine Ahnung. Das machen nicht nur die Deutschen, das mit dem Handtuch machen auch Russen zum Beispiel. Also so haben wir das damals erlebt. Aber warum auch nicht? Was ist denn daran so schlimm? In einem Hotel gibt es meistens genug Liegen. Wenn ich halt die eine Liege will, dann lege ich da mein Handtuch hin und dann ist das meine Liege. Es gibt schlimmere Probleme. Deutschen sind eher die, die sich drüber aufregen, aber es selber machen. Alle anderen regen sich auch nicht drüber auf. Piep, 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 piep. Behaupte ich jetzt. Habe ich gerade 4-mal gedrückt? Ach komm. Wenn, dann drücke ich nicht. 1, 2, 3, 4. Warum ist denn jetzt die rechts oben hinterher? Ich verstehe auch die Leute nicht, die sich mit der Planung vom Urlaub unter Druck setzen. Ist Urlaub nicht zur Erholung da? Wie gesagt, unser Urlaub ist nicht zur Erholung da. Also kommt drauf an, was Erholung ist. Erholung kann ja auch einfach für den Kopf sein. Für manche Leute wollen halt wirklich eine Woche lang auf einer Liege sitzen und nur lesen und nichts machen und sich mit Essen vollschlagen. Aber Erholung kann auch oft einfach sein, dass dein Kopf frei wird, weil du nicht an Arbeit denkst, sondern 10 Kilometer durch Rom läufst und coole Sachen anschaust. Das ist keine körperliche Erholung, aber es ist eine geistige Erholung. Und ich bin auch nicht der Mensch, der plant, weil Rosa immer alles durchplant. Aber es gab schon Urlaube, wo wir nicht genug geplant haben und wir haben es ehrlich gesagt bereut.
Weil du gibst sehr viel Geld aus, um wo zu sein. Und am Ende hast du das Gefühl, dass du nicht die Zeit genutzt hast, um alles zu sehen. Und dass du wiederkommen musst. Und wiederkommen ist natürlich eine schöne Sache. Aber zum Beispiel Japan. Ich hätte gewünscht, dass ich mich viel mehr mit Japan auseinandergesetzt hätte davor. Weil es gab sehr coole Restaurants und sehr coole Museen, wo wir einfach nicht hin konnten, weil man da nicht spontan hin kann, sondern Monate davor reservieren muss. Und dann war es oft so, fuck, was machen wir jetzt? Okay, wir gehen wieder einfach in den Convenience Store und holen uns lecker Essen dort und gehen nicht in das weltbekannte Restaurant, um das einzigartige Essen zu essen, für das Leute Monate warten. Was wir locker hätten machen können, wenn wir einfach nur vorher geplant hätten. Deswegen, eigentlich ist nichts Schlechtes daran, Urlaub gut durchzuplanen. Weil du bist da, vor allem wenn es schwierig ist oder teuer ist, da hinzukommen, dann sollte man das alles gut planen. Dass du keinen Leerlauf hast, der Zeitverschwendung ist. Hallo Yondas. Wir waren mal an einem Ort, wo wir kurz Mittagessen waren. Als wir zurückkamen, lagen unsere Tücher einfach am Boden und andere Leute auf der Liege. Ja, habt ihr halt eure Tücher nicht bewacht. Ich würde, wenn ich Handtücher sehe, wo niemand drauf liegt, würde ich die beobachten für 10 Minuten. Und wenn 10 Minuten keiner da ist, würde ich die Handtücher auch wegtun und einfach mich drauflegen. Also, ich würde es wahrscheinlich nicht machen, weil ich ein kleiner Schisser bin und weil es mir relativ egal ist. Aber ich finde, 10 Minuten ist eine kulante Zeit. Wer ist denn 10 Minuten? Niemand. Ich sage ja auch nicht, dass du zum Essen gehen sollst, um deinen Platz zu behalten. Wenn du zum Essen gehst, dann hast du deine Liege verloren. Ganz einfach. Du hast dich doch vorhin beschwert, dass Leute früher aufstehen, um die Liege zu besetzen. Jetzt beschwerst du dich, dass Leute dein Handtuch wegtun, wenn du eine Stunde zum Essen gehst. Ich finde, man kann es probieren, einfach die Handtücher liegen zu lassen, aber ich wäre nicht sauer, wenn jemand anderes sich dann hinlegt. Vor allem, wenn du lange nicht da bist. 1, 2, 3, 4. Da ist es doch besser, mal das eigene Land sich anzuschauen und nicht immer in fremde Länder zu reisen, wo du durch den krassen Zeitdruck sowieso nicht alles sehen wirst und es dreimal so teuer ist. Okay. Aber andere Länder sind cooler als das eigene Land. Warum soll ich denn Deutschland oder Irland anschauen, wenn ich fucking Indien oder die Mongolei anschauen kann? Ich meine, es gibt genug Gründe, warum man das nicht kann, natürlich. Aber wenn man kann, warum soll ich denn dann mir Deutschland zum 10. Mal anschauen? Ich meine, es gibt natürlich wunderschöne Orte im eigenen Land. Es gibt schönere in anderen Ländern. Wenn ich Urlaub will, wo ich einfach nur mich körperlich und geistig erholen möchte, dann würde ich einfach nur eine Woche lang zu Hause bleiben. Und nichts machen. Das habe ich mal gemacht damals. Das war geil. Das war eine geile Woche. Eine Woche voll mit Pizza bestellen und eine Woche lang so gut wie nicht schlafen, weil der Körper nicht schlafen muss, weil du nichts machst. Wunderschön. Aber bis 4 Uhr morgens zocken und dann um 8 Uhr wieder aufstehen, weil du sowieso wach bist, weil du nur 4 Stunden Schlaf brauchst, weil du eh den ganzen Tag nur... Oh, es war wunderschön. Meine Meinung zu Handtüchern ist scheißegal. Es gibt schlimmere Probleme auf der Welt. Wenn du deine Liegen besetzen möchtest mit Handtüchern, ist das super. Dann kannst du das machen. Aber man muss es auch akzeptieren, dass Leute diese Handtücher wegnehmen, wenn du längere Zeit nicht bei deiner Liege bist. Ich würde sagen, 10 Minuten ist okay. 15 Minuten. Traum. Ein Traum, ne?
Man muss halt den zeitlichen und monetären Preis solcher Reisen beachten. Klar, wenn es nichts für dich ist, wenn dir das alles zu viel Stress ist, ein 10-Stunden-Flug oder natürlich zu viel Geld und sowas, dann kann man geile Urlaube im eigenen Land oder in Nachbarländern machen. Ja klar. Ich würde es nur immer schade finden, wenn Leute das Geld haben, um die Welt zu bereisen, fände ich schade, wenn Leute sagen, oh, ich gehe lieber nach Deutschland. Weil dann habe ich keinen Jetlag. Dann verpasst du sehr viel im Leben, wenn du die ganze Zeit nur Deutschland bereist. Aber wenn es nicht geht, dann ist es immer noch besser, als gar nicht aus dem Haus zu kommen, natürlich. Und ich habe Urlaube gemacht, die in dem Moment, wo ich sie gemacht habe, ich habe es so gehasst. Es war körperlich eine Tortur. Es war Angst, kulturell sowas von überfordernd und sowas. Aber solche Reisen sind in Retroperspektive die krassesten. Weil wenn es vorbei ist und du diese körperlichen Strapazen oder kulturelle Überanspruchung... Überforderungen durchgemacht hast, dann guckst du zurück auf die Sachen, die du erlebt hast und die einfach sowas von einzigartig waren, dass du wie eine Geburt, ne? Wenn jemand ein Kind gebärt, dann ist der Prozess schrecklich, aber du guckst zurück und denkst dir, mei, war das schön. Vielleicht denkst du nicht jeder so zurück auf diese Zeit, aber du weißt, was ich meine. Und wenn du das oft genug gemacht hast, weißt du auch so, das ist es wert. Der Jetlag ist es wert, das Geld ist es wert, der Zeitaufwand, der Stress ist es wert, weil du extrem krasse Erinnerungen dir gemacht hast und Sachen erlebt hast, die dir keiner wegnehmen kann und die dich zu einem besseren Menschen gemacht haben, buchstäblich. Badabam, badabam, badabam. Wie funktioniert das Shiny an dem Kolosseum? Also wieso fängst du Entei? Hallo, Bait. Shiny Hunten in dem Kolosseum funktioniert so, dass die Shininess definiert wird durch die OT. Und im Moment, wo Entei rausgeworfen wird, gehört ja diesem Gegner das Entei. Das heißt, in dem Moment kann es für ihn Shiny sein. Wenn seine OT... passt im Vergleich zu der ID von Entei, kann es für den Gegner shiny sein. Und wenn ich es dann fange, bekommt es meine OT und kann dann für mich shiny sein. Deswegen muss ich es fangen, es muss zu meinem Pokémon werden und erst dann stellt sich heraus, ob es tatsächlich für mich shiny ist. Die Chance ist so wie immer 1 zu 8192 in Gen 3. Aber ja, es ist noch um einiges komplexer, aber jetzt schnell grob erklärt, es muss für mich shiny sein. Und es wird erst für mich shiny, wenn ich es gefangen habe, wenn es mir gehört. Weil das sind hier keine wilden Pokémon, das sind Pokémon, die schon anderen gehören. Deswegen müssen wir durch den ganzen Kampf durch. Deswegen habe ich mir einen Meisterball gegeben, um nicht einen Hyperball benutzen zu müssen, denn das wäre schrecklich. Aber wieso kannst du sein Pokémon fangen? Weil das Pokémon Kolosseum ist. So funktioniert Pokémon Kolosseum. Im Pokémon Kolosseum gibt es keine wilden Pokémon. Es gibt keine. Die Theorie ist, dass die Region sowas von... Es gibt auch nur Pokébälle geheim zu kaufen. Das ist quasi ein Undercover, ein Black Market, wo man Pokébälle kauft, weil keiner sie braucht, weil es keine wilden Pokémon mehr gibt und so. Es wird nicht wirklich erklärt, warum es keine wilden Pokémon gibt. Vielleicht geht man auch einfach nicht raus, um welche zu suchen. Aber es gibt auf jeden Fall keine im Spiel. Und deswegen musst du mit der Krallmaschine, was die Story ist von dem Spiel,
gegnerische Pokémon fangen. Das ist das einzige Spiel, wo man gegnerische Pokémon fangen darf. Klar, umso länger du dir einplanst für Japan, desto krasser ist es. Aber wir haben Japan 2 Wochen gemacht. Und es, finde ich, hat vollkommen ausgereicht. Weil ich finde auch, jeder Urlaub, der länger als 2 Wochen ist, wird langsam hart. Weil du natürlich kannst du zwischendurch noch waschen gehen. Natürlich kannst du auch dies und das machen. Aber es ist schon so, 2 Wochen von zu Hause weg zu sein und jeden Tag sich bewegen und jeden Tag Stress und sowas. Ich will meistens nicht länger als 2 Wochen Urlaub machen, weil ich einfach nach Hause will, weil ich einfach wieder chillen will. Dagnir, dankeschön für 6 Monate Prime. Können die auch deine fangen? Nein, das wäre ziemlich gemein. Nur ich habe die Krallmaschine. Mein Arm. Wenn du dir den Arm von meinem Charakter anschaust, der ist so mechanisch. Das ist die Krallmaschine. Damit kann ich gegnerische Pokémon klauen. Das, was jedes Mal kommt, wenn ich das Entei fange. Ich finde, du kannst Japan auch... Du kannst natürlich sagen, hey, wenn ich schon diesen Aufwand eingehe, dann muss es 3 Wochen sein. Klar. Aber ich kann dir sagen, auch eine Woche, würde ich sagen, ist zu wenig. Aber 2 Wochen geht auf jeden Fall. Tokio ist riesig. Die größte Stadt der Welt. Aber Tokio ist auch, wenn du ein paar Sachen gesehen hast, ist es dann doch immer wieder das Gleiche. Es ist einfach eine krass große Stadt und es gibt, ne, suchst ein paar Sachen raus und guckst die an. Aber vor allem würde ich, wir haben Tokio zum Beispiel, glaube ich, nur 4 Tage gemacht. Und die restliche Zeit sind wir in andere Städte gefahren und haben die angeguckt. Und du kannst super leicht Japan bereisen, dank der Shinkansen und sowas. Deswegen, ich kann dir nur sagen, es lohnt sich unfassbar. Auch wenn, und es ist auch so, es zeitlich und finanziell ein Riesenaufwand ist. Aber es wird sich lohnen. Auch wenn du monatelang dafür arbeitest und planst und alles Mögliche. Es wird sich lohnen. Auch alleine. Ich glaube, kenne ich nicht Leute, die da alleine waren? War nicht Raffi alleine dort? War Raffi alleine dort? Raffi war 3 Wochen dort. Nee, 3 Monate dort. Verrückt. Ich glaube alleine. Ich frage ihn, wenn es nächstes Mal hier ist. Und Japan an sich ist nicht teuer. Nur dahin kommen ist teuer. Dort kannst du sehr günstig essen. Und je nachdem, was dein Anspruch ist, auch sehr günstig wohnen. Und dort schlecht bewertete Hotels sind immer noch gut. Weil der Standard halt da ganz anders ist. Reise ist auch einfach manchmal anstrengend, außer man hockt in einem All-Inclusive-Hotel. Ja, so sah halt meine Kindheit aus, All-Inclusive-Hotels, bis ich Rosa kennengelernt habe, die mich, durch die Welt scheucht. Australien wart ihr 2 Monate. Ja, Australien würde ich dann auch sagen, sind 3 Wochen. 2 Wochen Australien und 1 Woche, ich will aber Nymphenburg sagen. Warum will ich Nymphenburg sagen? Halt Auenland. Neuseeland. Wusstet ihr, dass es in Neuseeland keine Schlangen gibt? Giftig, Würge, vollkommen egal. Es existieren keine Schlangen in Neuseeland. Noch nie. Und es ist da ein extrem hartes Gesetz, dass die überprüfen das extrem, dass keine Schlangen irgendwie importiert werden, aus Versehen oder absichtlich oder was auch immer, weil das Ökosystem von Neuseeland komplett kaputt machen würde, so wie viele Ökosysteme auf der Welt kaputt gegangen sind, weil Leute Tiere eingeführt haben. Aber das finde ich so krass, dass Neuseeland anscheinend original einfach von Haus aus keine Schlangen hat. Und keine Spinnen, glaube ich. Also keine krassen Spinnen. Wahrscheinlich gibt es kleine Spinnen. Aber so wie man immer sagt, so
krass gefährlich, wie Australien ist, was Tiere anbelangt. So Spinnen und Schlangen, die dich umbringen können. Das alles hat anscheinend Neuseeland null. Was ich total lustig finde, weil die nebeneinander sind. Neuseeland hat da immer anscheinend krass aufgepasst, dass sowas nie aufs Land kommt. Wo ich mich dann frage, hat Australien diese Tiere immer schon gehabt, diese krass gefährlichen Tiere, die dich einfach umbringen können? Oder sind das auch alles Tiere, die einfach durch die ganzen Kolonialisierung von dem Land und sowas damals, oder kann man das Kolonialisierung nennen, wenn Gefangene dorthin geschickt wurden? Naja, schon. Dass die daran schuld sind. Aber wahrscheinlich gab es in Australien einfach krasse Tiere schon immer. Das finde ich so faszinierend, dass Neuseeland dann einfach keine Schlangen hat. Und ein Land weiter ist einfach, kann jede Schlange dich einfach mit einem Blick umbringen. Mit einem Giftblick. Paralysiert. Bam. Paco. Dankeschön für 64 Monate. Dankeschön. England hat alles auf die Insel geschoben, was sie nicht mochten. Genau, deswegen habe ich ja gemeint. Aber es war trotzdem natürlich Kolonialisierung. Nur dass halt nicht die Kolonialisten dort lebten, sondern deren Gefangene. Und jetzt ist es eines der friedlichsten Länder ever. Ist eigentlich schon lustig. Ist ironisch, wie England so viel mehr Gewalt hat als Australien. Glaube ich. Australien hatte ja mal einmal ein Massenshooting und haben sie gesagt, nö, ist blöd. Alle Waffen wurden abgeschafft. Und fertig. Thema gegessen. Kein Shooting mehr seitdem. Und das waren einfach alles irgendwann mal ganz früher Gefängnisinsassen. Schon seltsam, wie ironisch die Welt ist. Auf Hawaii wurde das Ökosystem zerstört, weil man wegen einer Rattenplage Mungos importiert hat. Hallo, sowas sagt man nicht. Nein. Aber Mungos sind tagaktiv, Ratten sind nachtaktiv. Ist auch geil, einfach in der Nacht überall Ratten, am Tag überall Mungos. Und sie verpassen sich einfach, weil sie immer pennen. Ja, Menschen sind dumm. Genau wie das in China damals zu einer Kaiserzeit ein Kaiser gesagt hat, bringt bitte alle Bienen um, weil ich mag Bienen nicht. Und dann wurden einfach alle Bienen umgebracht. Und jetzt hat China ein riesiges Problem seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, dass sie keine Bienen haben. Und es müssen Bienen einfach künstlich hergestellt werden. Und sie arbeiten an Roboterbienen einfach, dass China nicht komplett unbestäubt bleibt. Nur weil so ein Kaiser gesagt hat, die nerven mich. Paco, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist in deinem 23. Job zufrieden. Und bald kommt der 24. Australien ist das größte Gefängnis der Welt. War es mal. Inzwischen dürfen sie ja die Insel verlassen. Inzwischen, seit kurzem. Die haben ja lange Zeit, damit die so giftig werden konnten. Na, aber nee, so funktioniert Evolution nicht. Willst du sagen, dass die Leute, die durch Kolonialisierung oder was auch immer zum Beispiel Schlangen nach Australien gebracht haben, die Schlangen haben sich seitdem so entwickelt, dass sie giftig wurden? Nee, so funktioniert Evolution nicht. Evolution funktioniert über Millionen von Jahren und nicht über ein Jahrhundert. Oder 2 Jahrhunderte oder 4 Jahrhunderte. Das kann nicht sein, dass die Schlangen, die sie gebracht haben, noch schön brav waren und jetzt zu den krassesten Killern wurden. Weil die Schlangen mussten voll hart durchgreifen in Australien, aber die Steppe ist so hart, da mussten sie Gift entwickeln über die letzten 200 Jahre. Giftig schon, aber nicht so. Auch das ändert sich nicht in 200 Jahren so. Es ändert sich über tausenden Jahre weg. Tausenden von Jahren. So schnell ist Evolution nicht. Auch wenn es geil wäre. Aber also ein paar Sachen gibt es schon, wie zum Beispiel, dass Menschen immer mehr eine Brille brauchen. Oder Weisheitszähne und sowas. Ne? Das ist ja alles so Zeug.
Wahrscheinlich wurde er einmal von der Biene gestochen und dachte sich, wie kannst du es wagen, mich, den Kaiser, zu stechen? I'm gonna kill your whole family now. Ja, halt wirklich. Mali, vielen Dank für dein Prime. Dankeschön. Ihr wisst alle, wenn ihr noch ein Prime übrig habt, es kostet euch nichts. Und ihr drückt Amazon auch noch schön einen rein. Und auch Dankeschön an Byte. Ich weiß nicht wie, Byte. Dankeschön. Leute, ich bin so ungepflegt, mein Bart ist viel zu lang, es tut mir leid. Aber es ist so viel zu tun zurzeit, ich komme nicht hinterher. Ich kann mich nicht für euch schön machen. Aber bald, wenn der Umzug vorbei ist, dann ist alles wieder schön. Sogar ich. Majora, Dankeschön für 18 Monate. Dankeschön. Ich glaube auch hier in Irland ist irgendwas mit Schlangen. Kommt nicht. Wie heißt es? St. Patrick's Day kommt auch von Schlangen. Dass St. Patrick die Schlangen rausgetrieben hat aus Irland. Das ist eine Sage, glaube ich. Oder die Ratten rausgetrieben hat. Auf jeden Fall, glaube ich, gab es auch hier mal oder gibt es immer noch ein Schlangenproblem, dass hier Schlangen sind, die eigentlich nicht sein sollten. Weil sie die damals eingeführt haben, um Ratten zu killen. Nur dann gab es kein Rattenproblem mehr, aber es gab ein Schlangenproblem. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war mit Schlangen und St. Patrick's Day. Daniela, du bist ein Pikulente. Ich bin auch kein Fan von den USA. Ich muss zum Beispiel auch keinen USA-Urlaub machen. Ich würde viel lieber Kanada-Urlaub machen, weil in Kanada kann ich zum Beispiel auch zu den Niagara-Fällen. Grand Canyon wäre schon geil mal zu sehen. Der ist, glaube ich, nicht an der Grenze von Kanada. Ist ja auf der anderen Seite. Bye JJ, Dankeschön für 50 Bits. Hat man verstanden, was er gesagt hat? Dankeschön. Von der Politik dort merkst du als Tourist gar nichts. Das Waffengesetz ist halt Müll, aber man kann sich vorher einfach mal informieren. Ja, darum geht's mir noch nicht, Michael. Es gibt schon, aber es gibt auch nicht so viel, was ich in Amerika sehen möchte. Das meiste, was Amerika hat, hast du auch woanders auf der Welt. Meer, Berge, das kannst du auch, die sehen überall auch so geil aus. Aber Grand Canyon und Niagara-Fälle ist halt schon ultra besonders. New York ist halt auch krass, wenn man mal so eine richtig krasse Stadt sehen möchte. Wie gesagt, aber ich war in Tokio, das ist auch krass. Ich glaube, New York ist noch mal krasser, was diese Hochhäuser anbelangt. Würde ich schon auch vielleicht gerne mal sehen, New York. Aber ich muss irgendwie nicht. Und dann kommt hinzu halt, dass ich Amerika halt kacke finde, was die alles treiben. Und durch Tourismus unterstützt du ja buchstäblich das Land. Und ich weiß, dass ich da nicht mal ein Tropfen bin, natürlich. Aber einen Tropfen im Fass oder sowas, wenn ich da keinen Urlaub mache. Und das ist jetzt nicht der Grund, aber wie gesagt, es gibt nicht viel, was es da gibt, was ich sehen muss in meinem Leben. Ich finde, da haben andere Länder viel coolere Sachen. Weil Amerika ist halt hauptsächlich so Städte. Wenn du eine krasse Stadt sehen willst, wie New York oder Los Angeles oder San Francisco, okay. Aber ansonsten, was Kultur anbelangt, ist es halt ein sehr neues Land. Und ich mag Urlaub hauptsächlich wegen Natur und alten Kulturen. Und wenn du halt dann in Asien rumläufst und du siehst einfach einen Buddha, der 300 Meter groß ist, aus Gusseisen, der vor 500 Jahren gemacht wurde, du bist halt so, boah,
Und vor 5 Jahren hat USA noch nicht mehr existiert, so ungefähr. Also es ist jetzt komplett übertrieben natürlich, aber... Es gibt einfach nicht so viel, was ich da sehen wollen würde. Warst du schon mal in der Schweiz? Ja. Ich war in Zürich und in Zürich. Hallo MLG. Muss man in die Wüste? Ja. Ich stelle mir auch Las Vegas krass vor und dann halt Nevada so durch. Ich habe so viele Horrorfilme gesehen und viele Horrorfilme fangen damit an, dass Leute durch Nevada in der Wüste fahren und dann da hängen bleiben und dann kommt jemand Böses. Und das passiert mir dann auch. Ja, das würde mich halt interessieren, die Native Americans, das würde mich halt interessieren. Arizona und sowas, das ist bestimmt, ja, wie du sagst, das ist bestimmt interessant, so wie dieses Land überhaupt erschaffen wurde oder auf dem Rücken, auf den Schandtaten der Amerikaner oder der Briten. Immer die Briten. Alles machen sie kaputt. Du, ich war in Tokio, mitten in so einer kleinen Seitengasse. Was klebt da für ein Sticker? Nett hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg? Überall. Aber es ist auch lustig. Das ist cool. Ich finde die Sticker lustig. Vor allem, weil du findest sie halt echt in China auf einem Reisfeld. An der Laterne findest du so einen Sticker. Vegas ist Müll, also die Stadt, die Landschaft ist crazy. Hm. Ja, oder so Iron Man. Nicht Iron Man. Ja, es ist Burning Man. Einfach so mal kurz hinfahren, durchfahren, sich alles anschauen, wieder gehen. Weil da sein muss ich nicht unbedingt, aber mal kurz anschauen. Nach Norwegen würde ich auch mal gern, weil ich nicht so ein Fan bin von Sommerurlaub, in noch heißere Gebiete zu fahren, wie zum Beispiel nach Ägypten. Ja, ich war bisher in Finnland und Schweden. Norwegen ist ja ähnlich. Wo jetzt natürlich Schweden und Finnen sich aufregen würden über die Aussage. Mexiko ist auch sehr schön. Ja. Muss ich auch noch hin. Wir wollen allein nach Mexiko wegen... was ist für ein Weltwunder in Mexiko? Sind da die Maya-Tempel? Nee, oder? Hängende Gärten? Nee, die gibt's nicht mehr. Ich will halt, wir wollen jedes Weltwunder mal sehen. Island waren wir auch. Island kann ich euch nicht empfehlen. Geht nicht nach Island, bevor ihr nicht irgendwie 60 seid. Denn wenn ihr einmal in Island wart, wird jeder Urlaub danach Schrott sein. Weil Island das schönste, brutal geilste Land ist, in dem ihr jemals sein werdet. Und ich habe schon andere Leute getroffen, die in Island sind, und denen habe ich das so gesagt, wie ich es gerade gesagt habe. Und die haben gesagt, jep, jeder Urlaub seitdem ist geil, aber man ist so, aber nicht so geil wie Island. Immer, immer. Na, ist schon schön hier. Aber Island war schöner. Ich kann es euch versprechen, jeder Urlaub danach ist nicht mehr so gut, wenn ihr jetzt schon nach Island geht. Aber Schweden und Finnland, sehr schön. Wir waren im hohen Winter, im tiefen Winter. Hoher Sommer und tiefer Winter. Wir waren im tiefsten Winter an Silvester und Weihnachten in Schweden. Also wir sind durch die Schneemassen gefahren. Und es ist so geil. Es war nicht so kalt. Wir dachten so, es wird minus 30 oder so. Aber es war nur minus 15. Was ging? Weil... Also minus 15 in Deutschland wären schrecklich. Dort minus 15 ist, weil es so unglaublich trocken ist, total aushaltbar. Trocken und kalt ist easy. Aber nass und kalt, das ist schrecklich. Da haben wir auch Husky-Schlitten-Tour gemacht und sowas. Und mit den Huskies auch zusammen gegessen. Also wirklich
oder auch mit den Sami, das ist das Ureinwohner, sind die Ureinwohner von den ganzen nordischen Ländern, gegessen und so. Das ist sehr cool. Vor allem im Winter. So ein Land wie Schweden würde ich dann im Winter machen oder Norwegen. Dass du halt auch das volle Programm kriegst. In Island waren wir im Sommer. Und das war auch geil, weil im Sommer da krasse Blumen sind und trotzdem Gletscher und alles. Aber dann extra deswegen haben wir Schweden im Winter gemacht, um mal das, die andere Seite zu sehen. Meterhohe Wände von Schnee und auch das Eishotel und sowas und Aurora Borealis. Ja. Und das ist zum Beispiel lang nicht so, also das ist halt die Sache. Im Endeffekt wird es genauso teuer sein, wie wenn du 2 Wochen nach Japan gehst. Weil dort, in Schweden, Norwegen, Finnland, alles ist sackenteuer. Da kannst du nicht essen gehen für 60 Euro. Unter 60 Euro. Und dann kriegst du nur eine Hauptspeise. Island, unfassbar teuer. Und vor allem Island hat keine Restaurantkultur. Das heißt, wir konnten noch nicht mehr ins Restaurant. Aber wenn wir in ein Restaurant gegangen sind, wenn man eins offen hatte, wenn man mal eins gefunden hat, weil die gehen dort, Isländer gehen nicht in Restaurants, die kochen selber oder gehen Fastfood essen. Wenn du dann mal da ein Restaurant gefunden hast, dann warst du wirklich, du konntest nichts unter 50 Euro essen. Und dann war das nur die Hauptspeise und Getränk. Du hast 50 Euro ausgegeben, umgerechnet. Sackenteuer. Die ganzen Nordic-Länder so sackenteuer. Wohingegen, wenn du in Japan ist teuer hinzukommen, aber dann dort isst du jede Mahlzeit mit Getränk für 10 Euro. Und es schmeckt großartig. Also hätte ich jetzt irgendwie die ganzen Sachen dokumentiert, was wir ausgegeben hätten, würde ich mir ziemlich sicher sein, dass wir für Island genauso viel gezahlt haben wie für Tokio. Und Island ist einfach 4 Stunden weg und Tokio 15. Bier 10 Euro? Bestimmt, ja. Mit einem Hundeschlitten? Ja. Rosa und ich saßen zu zweit auf einem Schlitten und hinter uns stand der Schlittenführer und hat... Nee, ich glaube, der hat gar nicht gepeitscht. Ich glaube, man peitscht gar nicht. Aber es war auch dann so, ihr lauft jetzt da nach vorne und dann komme ich mit dem Schlitten und wir halten nicht an, weil die Hunde werden nicht anhalten. Wir können ein bisschen langsamer werden, weil ich kann die Bremse ziehen. Aber wenn die Hunde mal rennen, dann rennen sie. Weil Huskies sind da, um zu rennen. Und dann werden da wirklich so 12 Hunde dran gespannt und dann sind wir so den Weg entlang gegangen und auf einmal hinter uns hat man schon die Hunde kommen hören und dann laufen die an einem vorbei und dann mussten wir so, der wurde sehr langsam, der Schlitten. Also es war nicht, dass wir jetzt Jason Statham-mäßig da drauf springen mussten, Tom Cruise-mäßig so hinterher rennen. Aber er hält dann, wird dann sehr langsam und dann setzt er dich schnell drauf und dann ist es so eine Route, die von ganz alleine laufen. Da gibt es verschiedene Abzweigungen. Wie auch immer der Führer das dann entscheidet, wo lang gegangen wird. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Und dann, ich habe da Videos von, wie wir auf dem Schlitten sitzen und die Hunde uns durch eine riesige Schneelandschaft ziehen. Sehr schnell. Ich bin leider ziemlich heikel. Ich esse nicht alles. Aber warum nicht? Was ist denn daran so schlimm, einen Walhoden zu essen? Gibt's Walhoden? Hallo Mauri. Nutzt du gerade gefühlt das erste Mal einen PC? Wie? Ernsthaft? Ich glaube, PCs sterben auch, also. Aber du hast doch schon mal einen Laptop benutzt, oder? Ein Laptop ist das gleiche wie ein PC. Ich glaube, PCs werden irgendwann aussterben. Also im Mainstream. Sind schon ausgestorben im Mainstream. Nur noch Gamer haben PCs. Oder halt für einen Job, krassen Job, wie Videobearbeitung oder sowas. Aber selbst Leute, die Videos schneiden, benutzen Apples oder Laptops. PCs sterben aus. Walhoden dürfen so groß wie ein Medizinball sein. Geil. Das würdest du sicher auch nicht essen. Oh, ich esse so ziemlich alles außer Insekten.
Ich glaube, wenn jemand sagen würde, also wenn das ein richtiges Gericht wäre und nicht einfach ein roher Walhoden, dann würde ich das probieren. Wenn es ein Gericht ist, habe ich kein Problem damit. Aber wenn es jetzt ein roher Walhoden ist und es einfach nur beiß da rein, dann warum sollte ich? Nur alles, was mit Insekten zu tun hat, also ich würde diesen Käse mit den Maden würde ich nicht essen. Außer ich weiß es nicht. Außer die Maden sind tot. Wenn die tot wären, okay, aber die leben ja noch, deswegen. Aber Insekten mache ich nicht, aber ansonsten würde ich alles, ich würde auch einen Penis essen. Zunge. Was ist der Unterschied zwischen Penis und Zunge? So das Gleiche. Wir haben doch alle schon mal eine Kalbszunge gegessen. Das ist bestimmt die gleiche Qualität. Dschungelprüfung ja eben nicht. Aber warum isst du nicht alles? Was ist daran so schwer, alles nicht. Was ist daran so schwer, alles zu essen? Ist es der Geschmack? Ist es das Gefühl, die Struktur im Mund von bestimmten Sachen? Ich bin so froh, dass. Ich weiß nicht, was. Also, ich wurde eigentlich nicht erzogen, alles zu essen. Ich wurde so erzogen, was ich immer fair fand. Ich muss alles einmal probieren. Ich habe auch Schnecken. Ich habe als Kind Schnecken probiert und dann gesagt, guck, ich habe es probiert, schmeckt aber nicht. Ich habe es probiert. Das fand ich immer fair. Da habe ich gesagt, okay, ich probiere es. Und wenn ich dann gesagt habe, ich mag es nicht, musste ich es nicht essen. Aber ich musste es immer probieren. Und es gab viele Sachen, die ich als Kind nicht essen wollte. Eine Standard. Brokkoli, Spinat, alles. Ach, Gurken. Ach. Und inzwischen, ich esse alles. Und ich weiß nicht, warum. Aber ich bin sehr glücklich darüber, dass ich alles esse, weil ich kann, egal wo ich bin, ich werde immer etwas finden, was ich essen kann. Weil es mir buchstäblich egal ist, was ich esse. Der Unterschied sind die Gedanken. Ich rede ja jetzt nicht davon, dass du irgendwas krasses, ekliges essen musst. Das war ja nur ein Spaß. Aber... Es gibt ja Leute, die sagen, sie essen keine Tomaten, die nicht verarbeitet sind. Wie? Das heißt, Tomate Mozzarella ist nichts für dich? Tomate Mozzarella ist eine der geilsten Sachen. Also Basilikum, bisschen Öl, hier Öl, da bisschen Zucker, Salz, Pfeffer. Und dann gibt es Leute, die mir sagen wollen, sie essen keine roten Tomaten, außer sie sind zu Ketchup verarbeitet oder zu einer Bolognese. Was ist mit dir? Warum magst du keine Tomaten? Das ist eine Tomate, Mann. Erdbeeren müssten verarbeitet sein. Ich esse nichts. Ich kannte mal eine aus meiner Schule damals, die hat nichts gegessen, was nicht verarbeitet war. Also rohe Tomaten, Erdbeeren, Kirschen, Apfel, egal. Apfelmus, kein Problem. Apfel, vergiss es. So, wie kommt sowas zustande? Ich hasse Tomaten. Ich sage ja nicht, du musst ja jetzt nicht eine rohe Tomate essen wie ein Apfel. Okay, warum solltest du? Die meisten Tomaten schmecken tatsächlich einfach nur noch Wasser, weil inzwischen musst du dein Kind verkaufen, um eine Tomate kaufen zu können, die tatsächlich nach Tomate schmeckt. Aber, eine Tomate mit Mozzarella drauf oder Bruschetta mit so, weißt du, Brötchen mit kleinen Tomatenstückchen drauf und sowas. Wie? Warum? Wie kann man das nicht mögen? Das heißt Bruschetta. Ich nehme es schon gar nicht in den Mund. Aber was denn zum Beispiel? Was kannst du nicht essen, Daniela? Sind Meerestiere wie Garnelen nicht auch sowas wie Insekten? Ja, ich meine, es sind halt, also das sind, glaube ich, Krustentiere. Aber Krebse sind, glaube ich, Spinnen, Arachnoid. Also hier so richtige Krebse mit 8 Beinen und sowas. Das sind, glaube ich, Arachnoide. Aber ich glaube, am Ende sind es trotzdem nur Schalentiere. Keine Ahnung. Aber ich finde manchmal, also wenn ich jetzt so einen richtigen Krebs vor mir hätte und ich müsste den so zerlegen und sowas, würde ich nicht unbedingt wollen. Aber wenn es nur das Fleisch ist, dann habe ich damit kein Problem. Wenn ich nur Spinnenfleisch kriege, hätte ich damit auch kein Problem. Aber das kriegst du ja nicht. Du kriegst ja die komplette Spinne.
Vielleicht ist sie hoffentlich gebraten, sodass sie nur noch aussieht wie ein schwarzer Kloß. Würde ich aber nicht essen, weil das ist eine Spinne. Aber wenn ich ein Stück Fleisch bekomme und jemand sagt dir, das ist Terrantelfleisch und da sind keine Beine, keine Haare mehr dran, keine 8 Augen oder sowas, würde ich sagen, okay, esse ich. Das ist jetzt ein bisschen so heuchlerisch. Das ist so wie, du würdest auch keiner Kuh in die Augen schauen, die du dann isst. Ja, doch, da schon. Aber bei Insekten nicht. Insekten, wenn das so aussieht wie das Insekt, kann ich es nicht essen. Aber deswegen so eine kleine Garnele finde ich dann nicht schlimm. Aber manchmal denke ich mir so, oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Scampi? Und du siehst noch den Darm? So, oh. Aber ich kenne jemanden, der noch nie Erdbeeren probiert hat. Nur den künstlichen Shit. Leute verpassen was. Wir müssen mal Ratatouille anschauen. Erdbeer. Käse. Einfach vorstellen, dass du gerade ein Seedrecking essen würdest. Ich glaube, das gibt so getrocknete Seepferdchen. Glaube ich, habe ich mal gesehen, dass man die essen kann. Ey, solange die nicht vom Aussterben bedroht sind. Solange es zu viele davon gibt. Erdbeeren mit das Beste zu essen, wenn sie richtig geil sind. Aber Erdbeeren so wie Tomaten. Die normalen Erdbeeren, die du kaufst, für einen normalen Preis, schmecken einfach nur nach Wasser. Und wenn du dann 10 Euro für 5 Erdbeeren ausgibst, merkst du mal, wie geil Erdbeeren eigentlich schmecken können. Das ist das Problem. Es gibt einfach Früchte, da ist es so ein Gamble. Und dann gibt es Früchte, die gehen immer. Orangen gehen immer. Es gibt schlechte Orangen, es gibt auch schlechte Mandarinen. Aber meistens sind die gut. Äpfel gehen sowieso immer, sind zwar langweilig. Birnen gehen immer. Kirschen schmecken eigentlich auch immer gut. Manchmal sind sie sauer, manchmal sind sie süß. Aber so ist es halt. So sind Kirschen. Pflaumen schmecken immer gut. Ich meine, klar, es gibt auch schlechte. Aber es gibt halt Erdbeeren, entweder nach Wasser, schmecken nach gar nichts oder geil. Genau wie Tomaten. Entweder sind sie geil oder sie schmecken einfach nur nach Wasser. Deswegen sind eigentlich Tomaten aus einer Dose geiler, weil die schmecken immer nach Tomate. Echt Gurken? Ich finde, Gurken schmecken auch immer. Ich hatte, glaube ich, noch nie eine schlechte Gurke. Lammfleisch, alles. Ich kann verstehen, dass man Lamm nicht mag. Lamm schmeckt sehr besonders. So wie Wild. Lammfleisch ist vor allem schwer zu machen, dass es gut schmeckt. Meistens schmeckt Lamm... Entweder Lammfleisch ist total zäh oder es hat halt diesen krassen Lammgeschmack und dann schmeckt es fast säuerlich. Ich habe letztens, als wir, glaube ich, gefeiert haben, dass wir eine Wohnung gefunden haben, habe ich eine Lammkeule bestellt im Restaurant und die war... Ich konnte sie fast nicht essen, weil sie wirklich so... Die war perfekt, ne? So richtig, die ist vom Fleisch abgefallen, also wirklich perfekt. Aber dieser Lammgeschmack ist so intensiv, irgendwie so sauer, dass ich fast so war, boah, das ist echt zu krass. Aber ich kann es verstehen. Innereien kann ich auch verstehen. Innereien ist was Besonderes. Ich habe kein Problem damit, Innereien zu essen. Aber ich kann verstehen, wenn man sagt, ich muss jetzt keine Innereien essen. Bisher zählst du Sachen auf, die jetzt nicht so besonders sind. Und Meeressachen, ja, Sachen aus dem Meer. Ich mag zum Beispiel keinen Fisch, aber auch nur seitdem ich eine Lebensmittelvergiftung fucking fliege. Seitdem ich die Lebensmittelvergiftung hatte, kann ich Fisch nicht mehr riechen oder sehen. Aber wenn ich jetzt verhungern würde, würde ich es essen. Aber dann ist Japan tatsächlich schwierig, weil Japan ist sehr viel Fisch, aber auch sehr viel Fleisch. Vegetarisch und vegan in Japan zu essen ist schwierig. Aber das, was du sagst wegen Himbeeren und sowas, da bin ich immer so, warum seid ihr so? Ich verstehe so Menschen nicht. Es tut mir leid. Ihr dürft sein, wie ihr wollt, aber ich werde euch nicht verstehen. Das sind genau die Menschen, die sagen, ich esse Wassermelone nicht, denn es ist so nervig, die Kerne wegzumachen. Und ich habe das auch schon so auf dem Stream gesagt, aber wie
motorisch unfähig seid ihr, dass ihr eine Wassermelone esst und auf die Kerne beißt. Was macht ihr? Ich habe noch, glaube ich, noch nie auf einen Kern gebissen, wenn ich eine Wassermelone gegessen habe. Esst doch einfach die Wassermelone. Keiner verlangt von euch, dass ihr die Kerne esst. Also, ihr schluckt sie halt runter, aber die Leo, die können in deinen Blinddarm gehen und dann kann er sich entzünden. Ja, Bullshit. Dann ist es so. Dann habe ich wenigstens trotzdem mein Leben lang Wassermelone gegessen. Was meinst du mit ich mag keine Himbeeren wegen den Kernchen? Was denn für Kernchen? Mit was für einer Filigranität isst du dein Zeug? Du nimmst eine Himbeere, machst sie in den Mund, machst und dann hast du eine Himbeere gegessen. Was für Kernchen? Was denn für Kerne? Und da gibt es die Leute, die sagen, ich esse nur Trauben ohne Kerne. Du sollst ja nicht auf den Kern rumkauen wie auf einem Kaugummi. Nimm halt die Traube, pack sie in den Mund, beiß auf der Traube rum, ohne die Kerne zu zerbeißen, was nicht schwer ist, und dann schluckst du die Kacke runter und es schmeckt großartig. Mandarinen und Orangen nur ohne Kerne. Was macht ihr mit den Kernen? Alle unmotorische Idioten. Motorisch unfähig. Was macht ihr im Mund, dass die Kerne euch so stören? Einfach runterschlucken. So wie die Kaugummis. Ich habe mein Leben lang Kaugummis runtergeschluckt. Inzwischen mache ich das nicht mehr. Ich glaube, im Alter zwischen 10 und 20 habe ich, glaube ich, jeden Kaugummi ever runtergeschluckt, den ich jemals gegessen habe. Also gegessen habe, buchstäblich. Ich habe so eine eigene kleine Falte im Bauch, wo die jetzt alle sind. Ih, du schluckst ein Kaugummi runter? Ja, hä? Same. Eben. Und wir leben immer noch. Irgendwann haben wir eine Blinddarmentzündung und dann kommt so ein riesiger Ball raus. So ein riesiger Kaugummiball, mit dem wir dann Flummi spielen können. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum es Boneless Chicken Wings gibt, ist die Knochen doch mit. Du weißt ganz genau, wie ich Chicken Wings esse, okay? Bei mir bleibt nichts übrig. Lass mich meine Knochen essen. Ja, es fühlt sich inzwischen falsch an, ne? Ich bin jetzt auch, seitdem, wenn man ein bisschen älter geworden ist, denkt man sich so, ah, muss ich? Ich muss, weißt du, ich muss. Früher warst du im Unterricht, du darfst vielleicht kein Kaugummi kauen, also schluckst du ihn runter. So, du hast gerade nichts da, wo du den hinkleben kannst. Ich bin keiner von den Arschlöchern, die einen Kaugummi unter den Tisch kleben. Was für Wichser. Also runterschlucken. Oder du bist irgendwo in einem Restaurant oder irgendwo und dann schluckst du einfach den Kaugummi runter. Das mache ich heute noch, wenn ich zufällig irgendwie, ah fuck, ich habe meinen Kaugummi vergessen rauszutun und ich sitze irgendwo, okay, ich kann ihn jetzt hier nirgendwo raustun, also schlucke ich ihn runter. Aber super selten. Weil inzwischen irgendwie, keine Ahnung, mein Leben ist so gut geworden, dass ich immer eine Möglichkeit habe, meinen Kaugummi zu entfernen. Aber damals hat man diesen Luxus nicht. Meine Mami hat gesagt, dass der Kaugummi den Magen verklebt. Ja. Und wenn du eine Wassermelone isst, dann wächst der Baum in deinem Magen. Ich esse nicht die Knochen von Chicken Wings, ich esse den Knorpel. Hallo Mariko. Viele Leute können kein Wild essen wegen einem intensiven Geschmack. Das verstehe ich auch. Ich esse Wild, ich mag Wild, aber es ist schon ein sehr intensiver Geschmack. Ich esse den Knorpel komplett. Also bei mir sind wirklich nur die steinharten Knochen übrig am Ende. Da ist null Fleisch und null Knorpel mehr dran. Und Rosas Eltern, als sie das gemerkt haben, waren sehr beeindruckt von mir. Denn so macht man das in China auch. Da bleibt nichts übrig. Die Knochen, da esse ich zum Beispiel nur die Stellen, wenn die wirklich sehr, sehr gekocht sind oder sehr halt so zerbröselt sind oder so weich sind, dass man die essen kann. Aber natürlich kann ich keinen knallharten, staubtrockenen Knochen essen. Einen Apfel könnte ich auch essen mit allem,
Aber so ist es. Warum? So gut, ich mag Äpfel nicht so sehr. Ich liebe halt Chicken Wings, deswegen esse ich da alles weg, was nur geht. Aber ich bin nicht so ein Apfelmensch. Wenn ich einen Apfel esse, dann nur, weil nichts anderes da ist. Und dann muss ich nicht den Butzen essen, weil so geil ist Apfel nicht, dass ich jetzt den Butzen essen muss. Fisch kann ich nur ganz wenig essen wegen Allergie. Ja, weißer Fisch oder roter Fisch, ne? Da ist es verschiedene Allergien, glaube ich. Kerngehäuse ist ja auch bezahlt, was? Wild mag ich auch immer mit Spätzle. Schau, du magst doch voll krasse Sachen. Wer sagt denn, warum sagst du, dass du nichts isst? Du hast nur krasse Sachen aufgezählt vorhin. Außer die Himbeeren, das ist verrückt. Himbeeren nicht essen wegen den Kernen. Was denn für Kerne? Das ist wie zu sagen, Erdbeeren haben Kerne. Ich kann Erdbeeren nicht essen wegen den ganzen Kernen auf der Haut. Wie? Ah, das werde ich nie verstehen, wie man nicht Früchte essen kann. Ich glaube, ich mag jede Frucht. Nur Durian nicht, aber ich habe ehrlich gesagt Durian noch nicht probiert. Aber ich bin mir sehr sicher, dass mir Durian nicht schmecken wird. Ich glaube, ich mag jedes Obst, das existiert. Und ich esse sie immer mit Kern, weil warum nicht? Warum soll ich mir das Leben schwerer machen und entweder was kaufen, was keine Kerne hat, oder irgendwie ewig dran rumzuzeln, dass keine Kerne mehr drauf sind? Hi, Champ Destroyer, danke fürs Dasein. Ja, Durian ist die Stinkefrucht, ja. Die verboten ist in vielen Etablissements. Eine Erdbeere ist doch eine Sammelnussfrucht. Ja, okay, ja. Mhm. Darf man was fragen, was nicht direkt mit dem Spiel zu tun hat? Da dein Name auf Twitch endet, schätze ich mal, dass du eine Twitch-Frage hast. Was ist denn deine Twitch-Frage, Shiminami? Wird hier eine richtige GameCube genutzt? Das ist deine Frage? Dann bin ich überrascht. Es werden 4 GameCubes benutzt. Shimi. Staune. 4 GameCubes. Wow. Also ja. Ich hab's gesehen, Mauri. Ich hab nur noch nicht die Zeit gefunden, deine Nachricht zu lesen, weil wir bei einem anderen Thema sind. Aber du rechts, links, händig. Hatte heute eine OP am Handgelenk, was schon mal richtig krass ist. Bin ja eigentlich Informatiker, aber Maus mit links ist 10 von 10. Weird für mich. Du musst alles mit links machen. Aber warum hast du dann jetzt, was hat es damit zu tun? Ich habe gefragt, warum du das erste Mal einen PC benutzt und du sagst, dass du jetzt Linkshänder bist. Was hat das denn mit PC zu tun? Aber ich hoffe, alles ist gut gelaufen bei der OP. Bei dir geht Swiss nicht. GameCube-Modding ist so kompliziert. Ich weiß das nicht auswendig, was du haben musst. Ich kann dir kurz meinen Ordner zeigen, meine Ordnerstruktur, die auf meiner GameCube drauf ist. Jetzt stürzt bei mir alles ab. Nein. Es ist wahrscheinlich einfach nur, du hast wahrscheinlich einfach nur die falsche Doll, die falsche Swiss-Datei am falschen Ort. Es kommt halt drauf an, wie deine GameCube gemoddet ist, sei es mit Action Replay, sei es mit einem Game Glitch, sei es mit Pico, sei es mit, weiß ich nicht, was es noch alles gibt. Action Replay und die Memory mit der SD-Funktion. Okay, aber wenn du Swiss runterlädst, sind da ja ganz viele Ordner, die eigentlich so genannt sind nach der Methode, die du benutzt hast. Und da ist ja, also in meinem Fall ist es
Das ist, bei mir ist halt auch je nach GameCube unterschiedlich. Bei mir ist es die IPL.doll. Und die ist einfach drin. Nicht in einem Ordner oder sonst irgendwas. IPL.doll ist bei mir einfach auf der SD-Karte drauf. Und das ist Swiss. Und es wird geladen, wenn ich die GameCube starte. Ich kann dir nicht mehr Tipps geben, als schau dir den Swiss-Ordner nochmal genauer an und die FAQs und das Tutorial. Du musst halt die richtige Datei an den richtigen Ort auf deiner SD-Karte nehmen, dass die gestartet wird. Wenn es die falsche ist, dann geht's nicht. Achso, gefühlt benutze ich das erstmal einen PC. Ich dachte, du benutzt zum ersten Mal einen PC. Du willst dir diese Hand danach noch zweimal antun? Ich sag immer, solange Entei nicht extrem über Full Odds geht, werde ich mir Raikou und Suicune danach noch antun. Ich bin ja noch nicht ansatzweise bei Full Odds. Ich erwarte ja noch nicht mal, dass es kommt. Aber ja, wenn das viel zu lange hier dauert, dann weiß ich nicht, ob ich den Willen habe, da noch zwei andere zu machen. Aber eigentlich will ich schon, weil irgendwie müssen sich ja auch die vier GameCubes lohnen. So, wir haben noch ein bisschen, aber bald muss ich kochen. Heute gibt es Kartoffelcremesuppe mit Baconstreifen. Jetzt stell dich nicht so an, du hast Lugia und Ho-Oh unverschämt bekommen. Das wirst du nie vergessen, oder? Das wirst du mir immer vorhalten. Du weißt, dass ich auch andere Hands extrem lange nicht bekommen habe. Alles ist im Lot bei jedem. Vor allem jemand, der so viel Shiny handelt wie ich, ist bei mir wahrscheinlich alles komplett im Lot. Alles ist genau auf Wahrscheinlichkeit bei mir, weil ich so viel mache. Hallo, Roter Jay. Ja, selbst wenn ich hab extra nicht gesagt Deoxys, weil dann sagt Mariko, Quatsch, Deoxys, Schmoxys. 28.000 Deoxys ist ja nix gegen meine 40.000 Milliarden Ho-Oh Resets. Solange ich nicht 40.000 Resets habe, wird Mariko immer sagen, dass ich ein Lacker bin. Gefühlt 40.000, Mariko. So wie du reagierst immer. Da war ja meine 28.000 quasi so viel wie bei dir. Aber Arceus bei rund 200. Ja, aber dafür Shaymin bei 2000. Aber bei Eiern hatte ich halt, ich habe halt so viel gebrütet. Bei Eiern gab es welche, wo ich halt unfassbares Pech hatte, wenn man auf 1 zu 500 geht. Und dann irgendwie 6000 ist halt hart. Bei 1 zu 500. Aber klar, passiert. Aber ich kann doch nicht sagen, was mein Lebensschnitt ist. Ich habe nicht nur Glück. Alle vier waren ja auch mehr als 30.000. Ja, aber es sind ja auch vier. Auf 4 gesehen war jedes Deoxys bei mir 1 zu 10.000, was vollkommen okay ist. Zwei Jahre Xerneas, das kann niemand toppen. Aber du hast es nicht dokumentiert. Die echte Zahl wäre schön, weil 2 Jahre kann heißen, dass du 100 Mal resettet hast oder 2.000 Mal. Und ich weiß, es war verdammt viel. Aber du hättest mitzählen müssen. Das Random Shiny Fion. Jaha. Das wollte ich aber nicht. Dafür kann ich nichts. Ich kann auch nichts. Ihr könnt mir doch kein,
kein Glück vorwerfen, wenn ich was kriege, was ich nicht wollte. Genau wie das Grammokles. Wer wollte das denn? 70 Stunden Venikro. Du brauchst aber zwei. Hat in meinen Augen auch nichts mit Glück zu tun, sondern eher Wahrscheinlichkeit. Ja, aber Glück und Pech ist ja ein menschliches Wort für Wahrscheinlichkeit. Ich habe auch einen Kommentar unter meinem Deoxys-Video. War auch so, aber es war absichtlich besserwisserisch, ist vollkommen okay. Stand auch so da, so, um ein bisschen klug zu scheißen. Wo ich aber nicht ganz, also klar. Weil ich habe ja gesagt, nachdem ich 28.000 Resets für Deoxys gebraucht habe, habe ich gesagt, jetzt ist die Mathematik auf meiner Seite, dass das nächste Deoxys schnell kommt. Und das kam ja auch sackenschnell mit 304. Aber ich habe halt gesagt, die Mathematik ist auf meiner Seite, dass das nächste Deoxys schnell kommt. Und da hat jemand drunter kommentiert, actually, das stimmt nicht. Die Mathematik ist nicht auf deiner Seite und so weiter, weil die Mathematik ist immer bei 1 zu 8000. Ja, aber was soll ich sagen, das Schicksal, das was ist dann auf meiner Seite? Weil ich finde schon, dass man sagen kann, dass die Mathematik auf meiner Seite ist, wenn ich ewig lang für etwas brauche, was eigentlich, wenn ich 28.000 brauche für etwas, was 1 zu 8.000 braucht, dann ist danach die Mathematik auf meiner Seite, weil ich, also natürlich ist es eher Glück und Pech eben und deswegen bin ich drauf gekommen, weil der menschliche Begriff dafür ist Glück und Pech. Und ich hatte so viel Pech, dass ich jetzt wieder Glück kriegen sollte. Und es ist ja auch meistens so und das hat es auch wieder gezeigt. Der Erwartungswert ist auf deiner Seite. Eben Mathe gegen Statistik, Glück, Pech. Deswegen, ich finde, man kann es schon so sagen, die Mathematik ist auf meiner Seite. Aber subjektiv, menschlich, emotional gesehen ist es natürlich eher so, dass das Glück ist jetzt auf meiner Seite. Weil nach so viel Pech sollte man statistisch gesehen jetzt Glück haben. Was auch so war. Sehr so war. Im gleichen Spiel vor allem, ich verstehe das gar nicht. Das ist so krass. »42.000 für ein Curium ist auch nicht schlecht. Das ist krass, ja. 43.000 für Curium ist mies. Du hattest aber keinen Schillerpin, oder? Bitte sag mir, du hattest keinen Schillerpin. Das wäre noch schlimmer. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, ja. Ich würde aber niemals, wenn jetzt das Deoxys wieder 30.000 gebraucht hätte, ich glaube, ich hätte niemals gesagt, boah, das ist unfair. Weil irgendwie Shiny Hunting hat, finde ich, nichts mit fair zu tun. Es ist einfach Mathematik, es ist einfach Wahrscheinlichkeitsrechnung. Da hat Fairness nichts. Fair würde ich, weil das ist ja, oder? Ungerecht ist so das Gegenteil von fair. Ich würde diesen Wortschatz würde ich nie, glaube ich, benutzen für Shiny Hunting. Ich würde nie dran denken, so, oh, es ist so unfair. Es ist unfair, dass Game Freak uns Shiny Logs gibt. Das ist unfair. So unfair. Ohne Pin. 43.000 Curims gesehen. Aber Curim ist ein gutes Shiny. Wenn nicht das schönste legendäre Shiny. Reshiram und Zekrom sind locked. Ja, Kyurem nicht. Die Legis sind locked in Gen 5, aber
Man kann vermuten, dass sie vergessen haben, Zekrom zu locken, weil alles andere ist locked. Es ist seltsam, dass Zekrom nicht gelockt ist. Aber wir wissen nicht, ob es Absicht war oder Versehen, dass Zekrom, Kyurem, sorry, dass Kyurem shiny sein kann. Ich weiß nicht, ob Reshiram und Zekrom in Warp-Löchern sind, Warp-Löchern sind. Aber spätestens in Düna-Abenteuern kannst du sie finden. Ich weiß nicht, ich glaube, das Gen 6 Video wird noch ein bisschen länger dauern. Ich glaube, ich schaff's nicht, diese Woche das Video aufzunehmen. Das heißt, das Gen 6 Video wird in der neuen Wohnung aufgenommen. Ich habe es noch nicht mal geschrieben, das Gen 6 Video. Das Schreiben ist das Wichtigste, weil da wird alles festgelegt. Wo, welcher Witz, welche Info, welche Struktur. Ich darf mich nicht hetzen mit dem Schreiben. Ich muss sagen, ich meine das nicht böse, aber ich fände es wenig schade, dass das ein Deoxys RNG manipuliert ist und nicht richtig. Aber ich verstehe, warum du das getan hast. Was? Ich fände es wenig schade, dass das eine Deoxys RNG manipuliert ist und nicht richtig. Du findest es ein wenig schade. Also du findest es schade. Du findest es ein bisschen schade, dass eins von meinen Deoxys RNG manipuliert ist. Ja, kann ich verstehen, wenn du das denkst. Ist okay. Ist vollkommen okay. Aber ich habe mir trotzdem alle vier verdient, finde ich, weil ich vier gefunden habe. Der Titel von meinem YouTube-Video sagt, ich habe vier Shiny Deoxys gefunden, nicht gefangen. Das war absichtlich von mir so formuliert. Actually, du hast das vierte nicht gefangen, sondern verpasst. Yep. Eins, zwei, drei, vier. Ah, ich hab, das ist so dumm. Happens, ich hab's ja gar nicht erzählt. Ich hab mit Happens am Freitag noch ein paar Tauschentwicklungen gemacht von meinen Gen 6 Pokémon, so halt die ganzen Pumpkins und sowas. Und bevor ich jetzt weiter erzähle, bevor ich es vergesse, hier, Fabian, 79 und 129. Ja, ne? Hat halt einer sich gedacht, nee, Arceus hat Phlegmon und Carpador getrennt erschaffen. Das sehe ich nicht ein. Ich nehme einfach die Körperteile und lege sie zusammen. Glücklich? Oh Gott. Und dann Parfi und Flauschling. Parfi und Flauschling brauchen Items zum Tausch, zur Tauschentwicklung. Sahnehäubchen und Duftbeutel. Und das habe ich davor nicht beachtet, sonst hätte ich sie nämlich in Gen 6 entwickelt, wo es diese Items locker zu holen gibt. In meinem Schwert und Schild, wo ich sie entwickeln wollte, hatte ich nur das Duftbeutelchen. Denn du findest das Item nur ein einziges... Nee, du findest das Item gar nicht im Spiel. Du findest das Item nur
in diesen Bäckereien in Gen 8 random. Also wenn du gegen die Bäcker kämpfst oder Konditorin, geben die dir random ein Item von 20 Items oder sowas. Und du kannst nur 3 an einem Tag bekämpfen. Und auch, und ich habe es probiert, Zeit vorspulen bringt nichts. Das heißt, jeden Tag habe ich 3-mal die Chance, dass ich einen Duftbeutel bzw. ein Sahnehäubchen finde. Duftbeutel hatte ich zum Glück, aber Sahnehäubchen hatte ich nicht. Und natürlich Kramomat geht auch. Oder Kampfturm geht, glaube ich, auch. Aber normalerweise einfach, ne, die Kämpfe in den Konditoreien. Und auch Happens hatte kein Sahnehäubchen. Ja, same oder Neustart nach dem Kampf. Kurz gedacht, ich wäre smart. Nee, da haben sie dran gedacht. Und das war da habe ich kurz überlegt, soll ich jetzt doch nochmal einen Flauschling fangen in Gen 6 und dann dort entwickeln. Und das war aber da nicht das einzige Problem, denn ich habe dann meinen anderen Schildspielstand genommen und habe da nochmal gegen 3 Konditoren gekämpft. Und einer von denen hat mir das Sahnehäubchen gegeben. Also hatte ich ein Sahnehäubchen. Aber dann hatte ich das Sahnehäubchen auf einem Spiel, mit dem ich nicht mit Happens tauschen konnte, weil ich kein Nintendo Online hatte. Und auch keine Testphase mehr und sowas. Und dann war die Frage, entweder kaufe ich mir jetzt kurz Nintendo Online auf dem 2. Account, für 7 € oder sowas im Monat. Oder ich tausche mit mir selber. Dann habe ich gesagt, Happens, Dankeschön, aber ich tausche kurz mit mir selber. Was, 4? Habe ich nicht gedrückt? 1, 2, 3, 4. Und dann habe ich meine 2. Switch angemacht. Habe erstmal die Spielstände rüber tauschen müssen, sodass auf der primären Switch der Spielstand ist von dem, wo ich das Spiel gekauft habe. Auf der anderen, der andere Spielstand von dem. Blablabla. Das habe ich hingekriegt und es wollte und wollte sich nicht verbinden. Ich habe eine Suche gemacht, offline, lokal, Flugzeugmodus, ohne Passwort, mit Passwort, im Internet rumgesucht, was nicht stimmt und sowas. Und ich habe 4 € bloß, ups. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass es an einer Sache liegt, die es am Ende auch war. Und zwar Nintendo ist so smart und weiß, wenn du vom gleichen Spiel aufs gleiche Spiel tauschen willst. Und das wusste ich eigentlich schon, ich hatte es nur wieder vergessen. Ich habe es schon oft auf die Art herausgefunden, dass es nicht geht. Du kannst nicht lokal zwischen Spielen tauschen, die das gleiche Spiel sind. Und ich habe nur Pokémon Schild. Ich habe Pokémon Schild nicht 2-mal gekauft, ich habe nicht Schwert und Schild gekauft, ich habe nur Pokémon Schild 1-mal, benutze es aber mit 2 verschiedenen Accounts. Und zwischen diesen Accounts kannst du es nicht tauschen, weil Nintendo weiß, das ist das gleiche Spiel. Das ist einfach nur asozial. Das sorgt einfach dafür, dass man weniger mit sich selber tauschen kann. Man kann nur mit sich selber tauschen, wenn man wirklich 2 verschiedene Spiele gekauft hat. Also anstatt, dass ich mir 4 € hole, also Nintendo Online hole für 4 €, habe ich mir für 60 € Pokémon Schwert geholt. Hab Pokémon Schwert bis zum Pokédex gespielt, weil man ab dann tauschen kann. Und dann hat sofort geklappt, dass ich meinen Sabayon oder meinen Flunschling mit Sahnehäubchen rübertauschen kann und dass es sich entwickelt. Und jetzt habe ich nur gemacht, um Gottes Willen, ich hätte natürlich lieber 4 € ausgegeben, aber ich brauche eh Pokémon Schwert. Ich brauche eh Pokémon Schwert, wenn wir beim Origin Deck sind, für die exklusiven Mons. Also ist das natürlich keine Geldverschwendung gewesen. Ich habe es nur jetzt gekauft, anstatt in 2 Monaten. Du liebst anscheinend immer die teure Variante. Ich brauche es eh. Ich brauche es eh. Und deswegen war es egal. Und jetzt habe ich Pokémon Schwert. Und dann hat es geklappt natürlich, weil es nicht das gleiche Spiel ist. Und es geht wirklich nicht darum, dass das die gleiche Version ist. Das ist egal. Ich hätte auch nochmal Schild kaufen können.
auf dem anderen Account. Es darf nur nicht dasselbe gekaufte Spiel sein, sonst sagt das Spiel, das geht nicht. Also es ist einfach keine Verbindung gekommen. Was echt gemein ist eigentlich, dass man nicht mit sich selbst tauschen kann. Oder dass man Items tauschen kann über Pokémon Home. Das hätte das Problem nämlich auch gelöst. Dann hätte ich einfach das Sahnehäubchen rübergepackt. Auch das geht nicht. Naja, jetzt habe ich auf jeden Fall alle Gen 6 Pokémon entwickelt. Alle Megastein-Pokémon. Alle Vivillons. Ich habe sogar ein Vivillon nochmal doppelt gemacht. Damit es einmal in der Auflistung ist und einmal in der Vivillon-Box. Das, was ich eigentlich nicht machen wollte, aber das sah dann so komisch aus, deswegen habe ich es doch gemacht. Gen 6 ist komplett fertig. Muss ich nur noch das Video machen und dann wird Gen 7 gestartet. Und dann bin ich mal gespannt, ob Gen 7 so gut ist, wie alle sagen. Wer sagt es? Wer sagt es? Wer sagt es? Bin gespannt, ob du den Legends ZA auch wieder entwickeln kannst. Ich meine, wir wissen noch nichts von dem Spiel. Vielleicht bringen sie diesmal zwei Versionen raus. Aber wahrscheinlich nicht. Natürlich nicht. Aber ja, es gibt Tauschentwicklungen. Also vielleicht gibt es einfach wieder das Link-Kabel. Ich fand es eine coole Methode. Ich finde, sie hätten das Link-Kabel extrem seltener machen können. Das Link-Kabel war so ungefähr das günstigste von allen. Magmasierer, Stromisierer war so viel teurer als ein Linkkabel. Überall war ein Linkkabel. Ich finde dafür, dass es ein Gimmick ist, was einfach nur dafür sorgt, dass man nicht online tauschen kann. Oder halt eine Entschuldigung dafür, dass man nicht online tauschen kann. Es wirkte wie eine Entschuldigung. Vielleicht war es auch die Entschuldigung. Ach, keine Ahnung. Warum auch? Also... Moment mal, man kann online tauschen. Also dafür, dass man... Sie hätten einfach online tauschen... Also man kann ja online tauschen. Sie hätten einfach sagen können, hey, du musst deinen Alpollo online tauschen, um es zur Gengar zu machen. Jenny, dankeschön für 61 Monate. Dankeschön. Warum hast du dir das Sahnehäubchen nicht einfach gekauft? Wo kauft man sich das? Du meinst für 10 GP? Ich habe keine GP. Ich habe noch nie den Battleturm betreten und werde es niemals tun. Ein Sahnehäubchen kostet 10 GP. Und das sind Battletower-Währung-Zeug. Ja? Ja, dann weißt du ja, wie schrecklich das ist. Also, Legends Arceus war ja so aufgebaut, dass es ein reines Singleplayer-Game ist. Du kannst zwar tauschen, aber es gibt keine zwei Versionen und so weiter, kein Competitive, kein gar nichts. Und deswegen hat man ja gesagt, hey, und als Ausgleich dafür machen wir das Link-Kabel, dass du nicht, du musst kein Nintendo Online besitzen für dieses Spiel. Was nett ist. Aber gleichzeitig, finde ich, haben sie einem das Link-Kabel dann zu sehr hinterhergeschmissen. Weil ich finde, Alpollo zu Gengar zu machen, sollte immer noch was Besonderes sein. Und es war besonderer, ein Magma zu Magbrand zu machen, als ein Alpollo zu Gengar. Das war ein bisschen doof. Die hätten das teurer machen sollen oder gar nicht erst zum Verkauf oder irgendwie einfach seltener machen, das Item. Das wirkte ein bisschen komisch. So wirklich als... Oh, aber es macht keinen Sinn, dass sie es nicht hingekriegt haben. Man kann entwickeln und man kann tauschen. Es muss nur getriggert werden, dass die Entwicklung ausgelöst wird nach einem Tausch. Also das Einzige ist wirklich, dass sie halt nicht wollten, dass man Nintendo Online braucht. Was nett ist. Aber deswegen muss man es eigentlich hinterher schmeißen. Du kannst Pokémon Home-Punkte einlösen. Ah, stimmt. Stimmt, man kann Homepunkte in GP umwandeln. Sicher, dass es nicht Watt ist? Nee, GP. Okay, das wäre gegangen. Aber dann hätte ich nicht Schwert holen müssen, weil hätte ich es auf dem einen Spielstand kaufen können, wo ich Nintendo Online habe.
Das wäre gegangen. Aber so habe ich halt Schwert gekauft. Mei. Aber stimmt, ja, ich hätte meine 99.999 Homepunkte in GP umwandeln können. Guter Punkt. Das mache ich nie. Ich habe da die maximale Zahl und brauche sie einfach nicht. Da hätte ich sie einmal gebraucht. Was mit dem Duftbeutel? Den hatte ich. Den hatte ich auf meinem Spielstand, keine Ahnung woher. Wahrscheinlich aus so einem random Kampf. Ich brauche eh Schwert nochmal. Ja, deswegen, es war ja nichts rausgeschmissenes. Ich brauche eh Schwert. In Cabo werden sie Liga-Punkten. Ja, die brauche ich noch weniger. Hallo Pumpfell. Oder Pumpfell. Kriegst doch alles in den Verzerrungen. Eben. Wenn du Bock hast, auf Verzerrungen zu warten. Aber ich habe schneller hier so Items gesammelt und dann eingelöst und schon kann ich mir die Entwicklungs-Items einfach kaufen. Das geht schneller, als wenn du jedes Mal auf eine Verzerrung wartest, was maximal 45 Minuten dauern könnte und bei mir immer so lange dauert. Also da sammle ich lieber ein paar Beutelchen, die ich auf der Karte sehe, als dass ich 45 Minuten warte. Hast eh gleich die Version mit dem DLC gekauft, oder? Nö, das gibt's nicht. Entweder, also das gibt's nicht. Du kaufst das Spiel und dann das DLC. Du schreibst Pay to Win in Pokémon groß. Pokémon ist Pay to Win, wenn du das machst, was ich machen will. Wenn du machst, was ich mache, dann musst du jedes Pokémon-Spiel haben. Es gibt keine Bibliotheken mehr, wo man Videospiele ausleihen kann. Es gibt nur Zuschauer, die ich anpumpen kann. Bei meinem Schild war der DLC bereits auf der Cartridge. Scarlet! Ich hab doch das Pokémon-Schwert runtergeladen. Glaubst du, ich habe am Freitag, als ich das gemacht habe, mir gedacht, oh, kaufe ich schnell auf Amazon Pokémon-Schwert und warte, bis es hier ankommt. Nein, 5 Minuten später hatte ich das Spiel und hab's gemacht. Aber ja, es gibt inzwischen Schwert und Schild als so eine Complete Edition, wo das DLC auch drauf ist, selbstverständlich. Aber ich bin ein großer Feind von physischen Spielen. Keiner sollte Spiele physisch kaufen. Ihr Umweltverschmutzer. Das ist nicht der große Grund. DLC in Gen 8 brauchst du eh nicht doppelt. Deswegen habe ich das nicht sofort gekauft, weil ich mich da noch nicht informiert habe, welches DLC ich denn jetzt wirklich brauche, wegen irgendwelchen Exclusives. Aber ja, eigentlich brauche ich es nur einmal, ne? Und dann muss ich das halt mehrmals durchspielen wegen Dakuma. Man kann auch erwarten, dass du den Retail unterstützt. Wie unterstützt du den Retail, wenn du ein Nintendo-Spiel kaufst? Achso, den Retail. Achso, weil Pokémon unterstützt du heutzutage nicht mehr damit. Außer bei den neuen Spielen, okay. Warum soll ich denn, hä? den Retail unterstützen, indem ich Nintendo-Spiele kaufe, die komplett überteuert sind von Leuten, die viel zu viel Geld dafür verlangen. Und dann habe ich hier ein Spiel, was rumstaubt und ich jedes Mal einlegen muss. Manchmal spiele ich innerhalb von einer halben Stunde 4 verschiedene Pokémon-Spiele. Wenn ich jedes Mal eine Cartridge reinstecken müsste, Gott, wäre das der Horror. Weil digitale Spiele werden nie wirklich die gehören. Oh nein. Wie schlimm.
Und ich kann sie trotzdem spielen. Hast du auch noch VHS-Kassetten zu Hause, die du regelmäßig anschaust? Grow up! Komm mal in der Zukunft an, bitte, ja? Es ist 2024. Nichts gehört uns. Versteh das doch, nicht mal unsere Identität gehört uns. All unsere Daten werden verkauft im Internet. Und für was? Dass wir irgendwelche Dachdecker-Solaranlagen auf E-Mails vorgeschlagen bekommen. Hab gestern PLA angefangen und war ein bisschen enttäuscht. Wie findest du das Spiel? Ich finde, PLA ist das beste Pokémon-Spiel, das jemals gemacht wurde. Und du sagst ja nichts anderweitiges. Unverschämt. Hä, warum gefällt dir PLA nicht? Bestes Spiel. Wenn der Server down ist oder wenn Nintendo sagt, wir löschen das jetzt aus der Datenbank, ja, dann habe ich andere Probleme, weil dann geht die Welt unter. Ich finde 60 Euro schon teuer für das, dass es bereits immer Jahre alt ist. Nintendo-Spiele werden nie günstiger, weil Nintendo das als Credo hat. Was ich auch verstehen kann. Ist auch okay. Gen 7 musst du ja viermal durchspielen wegen Cosmo, Cosmowurm und den beiden Legis. Ja. Weil das Kampfsystem nicht mein Fall ist. Aber ich kann dich als Shiny Hunter verstehen. Ich finde das Kampfsystem sogar mal ganz erfrischend. Dass es so schnell funktioniert und nicht mehr so wirklich rundenbasiert ist, sondern wer zuerst kommt, mal zuerst. Was viel realistischer ist. Es ist halt viel mehr auf schnell und es ist halt auf Sammeln ausgelegt, dass du mal eben schnell kämpfst. Und nicht zuerst darfst du und dann greift er an. Aber er hat Bizarro-Raum gemacht, also es ist andersrum. Aber er hat die Fähigkeit. Dann ist es halt einfach bam, 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 bam. Es kostet aber digital genauso viel wie physisch. Wenn es digital günstiger wäre, würde ich es noch verstehen. Also bei Nintendo hast du natürlich digital überhaupt keinen Vorteil. Aber oft hast du schon bei PlayStation, Xbox und auf dem PC und bei Steam hast du krasse Deals digital. Also da zahlst du extrem drauf, wenn du das gleiche im Laden kaufen willst. Natürlich kannst du es im Laden auch gebraucht finden für extrem günstig. Aber aber was passiert hier gerade? Habe ich nicht Meisterball gemacht? Was habe ich gemacht? Oh Mann, ey. Nein, nicht das Entei umbringen. Survive, Entei. Gott, was passiert? Nein, wenn ihr eure Spiele kaufen wollt, ist es doch super. Ich verstehe es noch nicht, denn Switch-Spiele sind definitiv für mich keine Sammelobjekte, weil es ist einfach nur ein Stück Plastik. Da ist nicht mal Anleitung drin. Die Spiele sehen noch nicht mal irgendwie cool aus. Es ist einfach nur alles rot, alles komplett durchdesignt von Nintendo. Da ist nichts irgendwie Individuelles vom Spielemacher dabei. Es ist einfach nur eine Plastikhülle, die nicht besonders aussieht zum Sammeln. Es gibt Sammelgegenstände, klar. Es gibt bekannte, sehr unbekannte Spiele oder sehr verrückte Spiele, die man sammeln könnte. Wie zum Beispiel, ich habe Mario, die Mario Collection, die limitiert war und sowas. Das ist für mich ein Grund, etwas zu sammeln. Aber ansonsten sind es Staubfänger, die das ganze Spielerlebnis sowas von umständlich machen. Und ich verstehe nicht, warum man Bock hat, so viel Plastik in seinen Schrank stehen zu haben und dann jedes Mal, wo ist mein Spiel? Hier, Cartridge raus, einmal kurz dran lecken, bitter, und dann da reinstecken, raus, wieder die neue Platte suchen. Alter, in der Zeit habe ich schon 3 Shinies gefangen. Das ist sowas von umständlich. Und auch wenn das Spiel mir nicht gehört, fuck it. Es ist jetzt nicht so, als ob Pokémon, ich meine, wir reden hier von einer Sache, die vielleicht in 30 Jahren passiert, dass Pokémon sagt, yo,
wir sind bankrott oder wir machen unsere Server dicht und dann kannst du das Spiel nicht mehr spielen. Beziehungsweise kann ich schon, weil sie dann wahrscheinlich so wie beim 3DS eine Möglichkeit haben, dass du die Spiele immer noch runterladen kannst oder dass sie halt für immer auf deinem PC drauf sind oder auf deiner Switch drauf sind, ohne Internetverbindung und so weiter. Also auch wenn es natürlich, ich weiß, von den AGBs und sowas festgelegt ist, dass das nicht wirklich dir gehört. Die Realität ist trotzdem, dass wir wahrscheinlich für immer diese Spiele spielen können. Und wenn nicht, dann haben wir echt andere Probleme wahrscheinlich, als dass ich mein Pokémon Schild nicht spielen kann. Dann kann ich die anderen 300 Spiele auspacken, die ich tatsächlich physisch besitze, als ich noch Spiele physisch gekauft habe. Aber ich glaube, dieser Punkt, von dem alle immer sagen, du weißt schon, das gehört dir nicht und die können es dir jederzeit wegnehmen, das wird halt nicht passieren, dass sie dir das Spiel wegnehmen. Und wenn, dann erst dann, wenn mich diese Spiele nicht mehr interessieren. Steelbooks sind cool? Ja, aber auch da, ich hatte mal die Steelbooks für Schwert und Schild, weil man die irgendwie für 0 Euro dazu und sowas. Das ist einfach so Billo-Zeug. Aber ja, es gibt krass geile Collection-Sachen und sowas. Die Tears of the Kingdom Collectors Box und sowas, da gibt es schon richtig geile Sachen. Aber das ist ja was anderes. Ich mag es, in der Cartridge zu lecken. Ja, es ist so ein kleiner Kick, bevor man spielt. Ich sehe deine Nachricht nicht, Aquatic. Wenn es ein Witz war, ist wahrscheinlich Kappa geschrieben und Kappa ist hier nicht erlaubt. Kappa war das Problem, ja, schau. Eine Anleitung gibt es aber bei keinem Spiel mehr, sei es Switch oder PS5. Da ist nur noch die Spielhardware drin und sonst nichts. Das ist kein reines Nintendo-Problem. Habe ich auch nicht gesagt. Ich kaufe allgemein keine Spiele. Ich kaufe nur Spiele digital. Ich habe seit 10 Jahren, glaube ich, kein physisches Spiel mehr gekauft, außer es war irgendwas Wertvolles dahinter. Das ist ein Sammelgedanke dahinter oder sowas. Das meinte ich nur als Punkt, allgemein keine Spiele mehr zu kaufen. Also, weil Leute kaufen halt oft Spiele als Sammelobjekt. Die wollen alle Switch-Spiele sammeln oder es sieht schön hinten als Sammlung aus. Aber ich finde, moderne Spiele sind keine Sammlung mehr, weil da eben nichts drin ist, was es zu einer Sammlung macht. Es ist einfach ein Stück Plastik. Damals, N64-Spiele waren im schönen Karton, der komplett durchdesignt war. Und dann hast du es aufgemacht, da war eine Anleitung drin, dann hast du die Anleitung durchgeblättert. Das ist ein Objekt des Sammelns. Aber ein Switch-Spiel ist einfach ein Stück Plastik. Aber dieses Stück Plastik wird vielleicht auch in 50 Jahren viel wert sein. Es gibt immer noch, ich habe gestern erst wieder Phoenix Resale angeschaut, dieser YouTuber, der Retro-Spiele kauft und so. Und der war auf der Jagd nach einem der seltensten Switch-Spiele. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt, das Spiel. Das ist so ein Spiel, wo du eine Jaguar oder eine Lynx-Mutter spielst. Nicht so unbedingt gut bewertet. Aber die haben anscheinend nur 3000 von diesen Spielen gemacht. Weswegen $200 kostet mindestens. Und der hat es halt gefunden und dann ersteigert oder halt getauscht und sowas. Das wusste ich gar nicht. Deswegen, es gibt krasse Switch-Spiele und da finde ich dann, okay, nice, krass, wenn die wirklich so selten sind, dann ist da gleich so mein Sammelding, so mein Sammlerherz freut sich da gleich. Das will ich jetzt deswegen nicht, aber da verstehe ich's. Es ist was Besonderes, aber ich brauche Pokémon Schwert, brauche ich nicht als Cartridge, da geht bei mir gar nichts ab. Hat man damals auch über die damaligen Games gesagt. Ja, ich will trotzdem glauben, dass ein Banjo-Kazooie N64 in Mint-Condition immer besonderer bleiben wird als ein unzerkratztes Pokémon-Schild.
weil es um einiges besonderer ist, ein altes Spiel aus Papier mit Verpackung und sowas immer noch in guter Kondition zu haben, als ein Stück Plastik, das gar nicht kaputt gehen kann, außer du bist komplett dumm, und es auch noch digital zu kaufen gibt, zu jeder Zeit, überall. Das Besondere an den alten Spielen waren, ist halt, das ist das Spiel. Davon gibt es keine digitale Version. Und wenn, dann gibt es vielleicht eine digitale Version, die Bugs hat oder schlechter ist. Oder, ne, weil Banjo-Kazooie gibt es hier und da auf der Wii U und sowas. Und dann geht es aber anders. Das ist eine andere Version, die ist nicht so geil, die Version. Deswegen, ich glaube schon, dass diese Spiele, klar werden sie irgendwann trotzdem, ein Pokémon-Schwert in super Kondition eingeschweißt, wird natürlich, keine Ahnung, 80 Euro wert bleiben. Leute werden das immer haben wollen irgendwie, weil Leute sammeln. Aber es wird niemals zu einem richtigen Sammlerobjekt wie ein Spiel, das es nur so gibt. Weil wenn du Banjo-Kazooie wirklich spielen willst, dann musst du dieses Spiel kaufen oder das Gesetz brechen. Anderes Problem ist der Speicherplatz. Achso, weil du die Spiele drauf tun musst, ja. Aber auf meiner Switch, ich war gestern, als ich da Schwert draufgeladen habe, wieder überrascht, dass ich das ohne Problem draufladen konnte. Ich habe so gut wie jedes Spiel, das ich jemals gekauft habe auf der Switch, ist auf dieser Switch drauf installiert. Und meine SD-Karte ist ein bisschen über die Hälfte voll. Nintendo-Spiele sind so winzig und wenn du da eine 64 GB, 128 GB SD-Karte drin hast, brauchst du nichts. Also, da ist es bei der PlayStation anders, ne? Die 500 GB, 1 TB Festplatte in der PS5 ist eine Frechheit, wenn du ein Spiel wie Final Fantasy runterlädst, was einfach 300 GB groß ist. Es ist eine Unverschämtheit. Aber Nintendo war schon immer erpicht darauf, Spiele klein zu halten, weil sie eben von Cartridges kommen. Weil sie eben produktionstechnisch so viel mehr drauflegen müssen, wenn das Spiel größer ist als 2 GB. Die wollen die Spiele klein halten, damit sie mehr verdienen an den Spielen. Eine Blu-ray, ja, da passt genug drauf. Soll ich jetzt nur 3 Deoxys machen, damit wir auf 4777 kommen? Nein. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo alle angefangen haben, Sealed sich Sachen wegzulegen, ist der Reiz eh gesunken, weil gar nicht wissen, wie viele sich Switch-Spiele weglegen, weil sie denken, der Wert steigt. Ja. Manchmal denke ich mir auch, dass es bei manchen Spielen vielleicht gar nicht so schlecht wäre, die zu kaufen und wegzulegen, und in 50 Jahren habe ich dann das Doppelte. Aber ich glaube eben, mehr als das Doppelte wird es niemals sein, weil die Spiele wahrscheinlich, so wie Nintendo auch denkt und so wie alle anderen Spielemacher auch denken, du baust eine Bibliothek auf, die für immer zugreifbar ist. Für ein Abo, für Geld, für einmal Geld, was auch immer. Aber diese ganze Sache, dass alte Spiele nicht mehr zugänglich sind, wird immer mehr abgeschafft. Vor allem mit den Spielen, die rauskommen. Deswegen ist, glaube ich, einfach der Bedarf für diese Spiele ist nicht da, außer für Sammler, die es wirklich physisch hinter sich stehen haben wollen. Deswegen wird, glaube ich, so ein Pokémon-Schwert nie mehr wert sein als ein Huni. Oder lass es das Doppelte sein. Aber wegen dem Doppelten hole ich mir jetzt nicht das Spiel eingeschweißt und mach's nie auf. Aber ja, wenn du das auf groß machst und vorausdenkst. Aber ich habe da einfach kein Interesse. Ich finde an den Spielen nichts Besonderes. Ich will nur Sachen sammeln, die ich cool und besonders finde. Wie kann man eigentlich die Speicherdaten auf eine größere Speicherkarte transportieren? Weiß ich gar nicht. Also Speicherdaten sind ja eh einzeln. Speicherdaten sind, glaube ich, nur auf dem internen Speicher. Ich glaube, Speicherdaten kannst du gar nicht. Korrigiert mich. Kannst du Speicherdaten auf die lokale SD-Karte, also auf die nicht lokale oder halt auf die SD-Karte laden?
Ich glaube, Speicherdaten sind immer auf der internen Speicherkarte auf der Switch, weil die sowieso winzig sind. Das heißt, wenn du eine neue SD-Karte hast, legst du die einfach rein und installierst jedes Spiel neu darauf. Oder du hast eine zweite Switch und dann wird alles transferiert, auch die Spieldaten. Aber dann musst du das auch auf der neuen Switch spielen. Ja, die Frage ist auch, ne? Ich glaube auch, dass so Switch-Spiele erst richtig was wert sind, wenn richtig viel Zeit vergangen ist. Aber hey, man weiß es nicht. Vielleicht werde ich in diesem Moment zurückdenken in 20 Jahren und werde mich wundern, wie viel simple Switch-Spiele wert sind. Ich meine, es wird welche geben, die viel wert sind, wie die Mario Collection. Aber die sind halt limitierte Sachen gewesen. Aber so ein Standard-Ding, so ein Standard Mario Rabbids, wer will das? Pokémon Smaragd gibt es für 500 Euro auf eBay? Ja. Ist ja verständlich, oder? Du kannst es nicht anders spielen. Es ist eine wertvolle Verpackung, die tatsächlich mit Liebe gemacht ist, aus Papier, die kaputt gehen kann, die man filigran behandeln muss. Also 500 Euro ist natürlich trotzdem viel zu viel, aber ich sage nur, es ist ein tatsächliches Sammlerobjekt. Mit Anleitung und allem. Okay, das war's. Ich muss jetzt kochen. 4778. Gibt halt noch sau viele gute DS-Games, die so zwischen 10, 20 Euro liegen. Wenn es nicht gerade Pokémon ist, gibt es viele Spiele noch gut erwerbbar. Ja, wenn man in diese ganzen Läden geht, GameStop oder was auch immer, ne, die Wand an DS-Spielen ist schon groß. Aber es sind eben meistens die normalen Spiele. Pokémon ist dann in einer Vitrine für 40, 50 Euro oder halt ne, die krassen für Hunderte von Euro. Und dann die einzig teuren sind dann wahrscheinlich so die Zelda-Spiele. Die sind dann über 20 Euro, die sind dann immer noch so 40 Euro. Und die meisten DS-Spiele sind so 10, 20 Euro. Ja, und da sind auch gute dabei, so Metroid-Spiele, Mario Karts. Also es ist halt auch verständlich, dass die eben nicht so teuer sind oder halt nicht solche Sammlerobjekte sind, weil es gibt halt das bessere Mario Kart inzwischen. Es gibt die Spiele, viele davon als Remaster oder digital. Es hört halt immer mehr auf, dass ein Spiel, was rauskommt, besonders ist, weil es immer verdigitalifiziert, verremastert wird und es so viele Methoden gibt, wie du es tatsächlich haben kannst, dass du das eine physische Objekt nicht mehr wirklich brauchst. Sodass nur noch Sammler das spielen wollen und nicht nur der allgemeine Markt. Aber wir werden es sehen. In 20 Jahren, wenn wir streamen, gucken wir mal, was so ein Switch-Spiel, wie sehr das die Leute unbedingt wollen. Vielen Dank fürs Dasein. Ich muss jetzt kochen. Entei will noch nicht kommen, aber es hat noch ein bisschen Zeit. Es hat noch ungefähr 3300 Resets Zeit. Schaffen wir locker bis Freitag die 3300. Ich meine, wie viel haben wir heute geschafft? 120 wieder? Locker. Dankeschön und wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder oder übermorgen oder überübermorgen nachmittags. Tschüss.